Herzlich willkommen. Es war ein Schlagabtausch, meine Damen und Herren. Auf der einen Seite der grüne Verkehrsminister Baden-Württembergs, Winfried Herrmann. Auf der anderen der SPD-Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flassbart. Die grundsätzliche Frage, wie umgehen mit dem Sorgenkind beim Klimaschutz, dem Verkehr? Denn Kraftwerke, Industrie, Haushalte tragen zum CO2-Sparen bei, der Verkehr nicht. Bisher zumindest nicht. Ein konkreter Hebel, die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien im Verkehr. Nur die Umsetzung in Deutschland katapultiert uns direkt in eine große, die Zukunft mitentscheidende Debatte. Es begann damit, dass Winfried Herrmann, das war im vergangenen September, via Zeitung erklärte, das Bundesumweltministerium zeige zu wenig Ehrgeiz, wenn es zögere, bei den strombasierten Kraftstoffen, den E-Fuels, die notwendigen Innovationen heraus. Anders gesagt, es setze zu einseitig auf die Elektromobilität. Wenige Tage danach, im Oktober, machte Herrmann noch ein großes Interview. Er erklärte nochmal, ihm sei das alles zu wenig ambitioniert. Nur eine Woche später mahnte dann, ihm reichte es offenbar, Jochen Flassbart, ehrgeizig nicht mit blind zu verwechseln. Im Pkw-Bereich sei die Elektromobilität die effizienteste, klimafreundlichste Option. Herrmann legte nochmal nach, forderte eine wirtschaftliche Perspektive für Unternehmen, die, so sagte er, hohe dreistellige Millionenbeträge investieren wollten, um das Raffinieren von synthetischen Kraftstoffen zu ermöglichen. Mittlerweile hat die Regelung, die Umsetzung der EU-Richtlinie, das Kabinett passiert. Nun geht sie in den Bundestag. Auch der Bundesrat wird sich damit befassen. Worum geht es also genau? Was steht da auf dem Spiel, meine Damen und Herren? Wir müssen und wir wollen reden. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Klimaschutz im Verkehr braucht Refuels, wirtschaftliche Anreize zum Hochlauf alternativer Kraftstoffe schaffen. Toll, dass Sie alle dabei sind, sich zugeschaltet haben. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und 6 Monate lang auch im Netz nochmal nachzuschauen sein. Unsere Diskussionsgäste sind mit Kamera und Mikrofon dabei. Alle anderen werden weder zu hören noch zu sehen sein, keine Sorge. Aber Sie alle sind herzlich eingeladen, sich einzumischen, Ihre Fragen zu stellen. Das kennen Sie vermutlich schon über die Chatfunktion, über Slido, rechts neben dem Stream hier. Sie müssen einfach nur mit einem Klick die Datenschutzbestimmungen bestätigen, dann können Sie gerne mit Ihrem Namen oder, wenn es Ihnen lieber ist, auch anonym Ihre Fragen stellen. Geben Sie am besten auch an, an wen Sie Ihre Frage richten. Ein Team spielt Ihre Fragen dann mir und unseren Gästen zu, so wie es die Zeit erlaubt. Das kann auch mal ein Hinweis sein, der Punkt XY interessiert das Publikum besonders. Sie können die Chatfunktion auch wegklicken und auf den Vollbildmodus gehen oder eben andersherum. Das ist ähnlich wie bei YouTube. Ich freue mich auf die Debatte. Und einer, der sich ebenso freut und uns als erstes begrüßt, ist unser Gastgeber Winfried Herrmann, der grüne Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Einer, der für seine Verkehrspolitik steht und streitet. Und Winfried Herrmann begrüßt uns nicht nur, er sagt uns auch gleich, welche Rolle den strombasierten Kraftstoffen zukommen kann und sollte. Ich freue mich sehr. Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist super kurzfristig leider noch ein Termin dazwischen geplatzt, wie das eben so oft passiert. In Corona-Zeiten werden dauernd Pläne wieder über den Haufen geworfen. Er schickt schöne Grüße. Winfried Herrmann, bitteschön, Ihr Screen. Ja, vielen Dank, Frau Gerstmann, für die freundliche Begrüßung und auch für die Bereitschaft zu moderieren. Ich freue mich schon darauf. Und tatsächlich ist es so, dass Winfried Kretschmann gerne das Grußwort gesprochen hätte, denn diese synthetischen Kraftstoffe, dieser ganze Bereich liegt ihm am Herzen und ich habe auch seit Jahren die volle Unterstützung für unsere Arbeit in dem Bereich. Ich grüße sehr herzlich die Kollegen Abgeordneten aus dem Bundestag, Herr Westphal und Herr Rimkus, die ja mit sozusagen Initiatoren dieser gemeinsamen Diskussion um erneuerbare Kraftstoffe im Verkehrssektor sind und die auch ein Interesse haben, dass wir das partei- und fraktionsübergreifend als Thema vorantreiben. Ich freue mich, hier zu sehen Frau Rita Schwarzelur-Sutter, die Staatssekretärin im Umweltministerium.
mit der wir vielfach kooperieren, wie auch mit dem Haus, auch wenn es ab und zu mal einen Schlagabtausch gibt. Im Wesentlichen kooperieren wir, das will ich betonen. Ich freue mich, dass der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, Thomas Barreis, mit dabei ist, ein Baden-Württemberger. Beide sind ja Baden-Württemberger. Insofern sind wir heute ganz gut vertreten vom Land, aber nicht nur Baden-Württemberger. Patrick Reichen von der Energiewende, der Direktor der Agora, Energiewende, die Verkehrswende macht ein anderer. Da bin ich auch aktiv. Ich freue mich, Patrick Reichen, dass du mit dabei bist. Wir kennen uns auch schon sehr viele Jahre. Ich weiß, dass einige Abgeordnete aus dem Landtag, aus dem Bundestag mit dabei sind. Und insgesamt sind es tatsächlich über 130 Menschen, die sich angemeldet haben. Das zeigt, das Thema interessiert, die Debatte interessiert. Ich nehme an, dass es heute kein Schlagabtausch wird, sondern eine gute Diskussion. Denn ich weiß, dass wir alle an der Sache, nämlich am Klimaschutz durch Verkehr, interessiert sind. Ich will kurz noch darauf Bezug nehmen, was bedeutet eigentlich Klimaschutz im Verkehr und warum ist es so wichtig? Baden-Württemberg ist ja bekannt als Autoland, aber leider auch haben wir die Kehrseite des Autolandes zu spüren bekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben sehr hohe Beiträge aus Treibhausgasbeiträge aus dem Verkehrssektor. Mit einem Drittel aller Treibhausgase aus dem Verkehrssektor nehmen wir leider die Spitze in der Republik ein. Anderswo ist es ein bisschen besser, aber im Grunde genommen ist der Verkehr mit das größte Problemfeld im Bereich des Klimaschutzes. In allen anderen Sektoren große Erfolge in den letzten 30 Jahren im Verkehr, sogar teilweise ein Zuwachs des CO2s. Das können wir nicht länger akzeptieren. Das sieht auch inzwischen die Bundesregierung so, das sieht die EU-Kommission so und selbst der Bundesverkehrsminister weiß, dass er deutlich mehr tun als muss als in den vergangenen Jahren. Mir ist klar, dass wir bei vielen Dingen lange brauchen und wir haben ja schon vor Jahren eine Untersuchung machen lassen, was ist zu tun, um den Bundesverkehrswegeplan so zu gestalten, dass wir tatsächlich die Klimaschutzziele erreichen. Und dabei hat uns eine Studie sehr klar gemacht, ihr müsst sehr viel mehr im Bereich Infrastrukturausbau und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs machen, aber ihr werdet eure Ziele nicht erreichen, ohne dass ihr auch erneuerbare Kraftstoffe ins Ziel bringt. Ich sehe jetzt auch gerade, dass die VDA-Präsidentin Frau Müller hier ist und grüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich jetzt immer also komplett. Also, wir brauchen erneuerbare Kraftstoffe und ich weiß selbst, dass sie nicht die Lösung für den Pkw-Sektor darstellen. Und ich habe das auch nicht ins Spiel gebracht, um den Verbrennungsmotor über die Jahrhunderte zu retten. Sondern es ist klar, dass, und das will ich gleich vorweg sagen, damit wir auch keine falschen Diskussionen führen. Wir wissen, dass die derzeit beste Lösung für den Pkw-Sektor ist, die Elektrifizierung des Pkw-Bereichs, also batterieelektrisch oder Hybrid im Übergang. Das muss man mir nicht sagen, weil ich seit 15 Jahren dafür kämpfe. Allerdings ist es halt nicht der einzige Verkehrssektor. Und allerdings muss man schon auch sagen, dass neben den neuen Autos halt auch noch viele alte unterwegs sind, für die man auch eine Lösung braucht. Spätestens, wenn man sich Gedanken macht, wie kriegt man den Luftverkehr sauber, also klimafreundlich oder Schiffsverkehr oder Langstreckengüterverkehr, muss man sozusagen das Spektrum der Technologien, die Klimaneutralität herstellen können, weiten. Und eine Weitung ist eben, sind erneuerbare Kraftstoffe. Wir nennen sie Refuels, andere sagen E-Fuels, aber gemeint ist eigentlich dasselbe. Auf der Grundlage von Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom entstanden ist. Also es ist auch eine Setzung, worüber wir nicht streiten müssen. Es muss grüner Wasserstoff sein, sonst macht das Ganze alles keinen Sinn. Wir wissen, dass das Projekt schwierig ist. Wir wissen auch, dass es aufwendig ist. Wir wissen auch, dass es energieaufwendig ist. Die RED2-Richtlinie der Europäischen Union setzt ja an, aber wir meinen schon, dass die Richtlinie nicht sehr ambitioniert war. Und deswegen ist es auch nicht gut gewesen, dass das Umweltministerium im Grunde genommen eine 1-zu-1-Übersetzung vorgeschlagen hat. Inzwischen hat sich das geändert. Das haben wir wahrgenommen. Das freut uns. Wir haben schon vor gut 4 Jahren begonnen mit einem Projekt für synthetische Kraftstoffe unter der Überschrift Kraftstoffe neu denken begonnen, diesen Bereich zu erschließen. Also es ist bei uns keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern wir sind da schon ein paar Jahre dran. Wir haben jetzt gerade frisch im neuen Jahr die Eckpunkte für eine Roadmap
synthetische Kraftstoffe im Kabinett verabschiedet und haben den Auftrag erteilt, diese weiter auszuarbeiten. Wir haben großes Interesse festgestellt bei der Wirtschaft, bei der Automobilwirtschaft, wie bei der Luftverkehrswirtschaft, wie bei der Mineralölwirtschaft. Alle wissen, dass sie mehr tun müssen als bisher und dass sie diese Technologien auch suchen und fördern müssen. Wir brauchen jetzt neben Pilotprojekten, von denen es inzwischen schon recht viele gibt, eben endlich auch Demonstrationsanlagen, die in eine größere Dimension der Produktion einsteigen und die industrielle Produktion vorbereiten. Ich habe es schon angesprochen, wir haben vor 4 Jahren begonnen. Das Ganze war Teil unseres Strategiedialogs mit der Automobilwirtschaft, wo ich ja ein Feld verantworte. Und in diesem Feld sind eine Reihe von Projekten im Umfeld dieses Kraftstoff-Neudenken-Projektes entstanden. Ich will sie nur erwähnen. Es geht auch um die Herstellung von klimaneutralem Kerosin. Es geht um die Frage, kann man CO2 direkt aus der Luft holen oder muss man es eher über die Zementwirtschaft holen? Und es ist auch die Frage, wie können wir mit anderen kooperieren, damit was rauskommt. So, das ist unsere Vorarbeit und jetzt sind wir halt in die Diskussion gegangen und waren der Meinung, dass die Bundesregierung nicht ambitioniert genug ist. Und ich will ausdrücklich sagen, dass später im Kabinett ein ambitionierterer Gesetzentwurf beschlossen worden ist. Einige Verbesserungen haben stattgefunden. Das will ich nicht sagen, weil ich so laut geschrien habe, sondern ich glaube einfach, dass verschiedene Menschen Kritik geübt haben und dass das im Umweltministerium auch angekommen ist, dass man eben bei der Quote höher gehen muss und ambitionierter sein muss. Wir sind ja für eine Quote und wir sind auch für eine Unterquote, also Quote für erneuerbare Energien im Verkehrssektor und für Unterquoten in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei Kerosin, aber auch bei den Kraftstoffen. Wir werden nachher sicherlich eher ins Detail gehen, aber wir glauben, dass wenn man dann die Treibhausgasquote nimmt, was ja inzwischen eine gängige Einheit des Messens und der Zielansprüche ist, dass wir da bei 2030 nicht wie ursprünglich angedacht 22%, sondern da meine ich, muss man eher Richtung 30% gehen. Wir brauchen den Luftverkehr, weil der Luftverkehr auch sozusagen ein Interesse dran hat, weil er umsteigen muss. Und wir wissen aber auch, dass wir die Automobilwirtschaft brauchen. Viele haben ja gedacht, wenn man die ins Boot holt, dann führt es ja nur zur Verlängerung des Verbrenners. Aber ich will mal andersrum sagen, wer nicht erkennt, dass wir auch 2030 noch, sagen wir, 2 Drittel Verbrennerautos auf der Straße haben und das ignoriert, dass sie mit herkömmlichem Mineralöl oder Benzin und Diesel fahren, der lässt sozusagen eine Herausforderung völlig nebenan liegen und die ist groß. Das sind dann immer noch die größten CO2-Verursacher und deswegen müssen wir auch ein Interesse haben, dass die Bestandsflotte besser wird durch Beimischung bei Benzin oder bei Diesel. Und auch hier muss man sagen, hat die Automobilindustrie selbst ein Interesse und wir brauchen ja auch die Mengen, damit die Produktion günstiger wird. Es ist nämlich schon so, dass die Investitionen, die für diesen Sektor getätigt werden müssen, also für eine industrielle Produktion, geht man locker in 2-stellige Milliardenbeträge. Das wird kein Mensch, auch kein reicher Mensch investieren, wenn es keine klare Perspektive für die Abnahme gibt. Und am Anfang wird die Flugwirtschaft, für die das ganz wichtig ist, eher zu klein sein, übrigens auch gerade nicht finanzkräftig, während die Automobilindustrie auch ein Bedürfnis hat, ihren Treibhausgasabdruck zu senken. Wir meinen, dass eben mehrere Sektoren Interesse haben und zusammengenommen dann auch eine Veränderung herbeiführen können. Im Übrigen will ich auch nochmal auf den technischen Syntheseeffekt hinweisen, wenn man etwa mit der Fischer-Tropsch-Methode diese klimaneutralen Kraftstoffe erzeugt, dann entstehen verschiedene Fraktionen, Kerosin, Benzin und Diesel, sodass es also auch gewissermaßen automatisch ist. Bei einem bestimmten Verfahren erhält man eben halt auch das, was brauchbar ist im Automobilverkehr, neben dem Kerosin, was man vielleicht zuerst erreichen wollte. Also wichtig ist nochmal auf den Punkt gebracht, wir brauchen eine anspruchsvolle Treibhausgasquote, die Richtung 30% geht für 2030. Wir brauchen beim Bund eine Ausarbeitung der Wasserstoffstrategie und einer Refuel-Strategie, wie wir sie auch anstreben. Und wir müssen auch sehen, dass wir
in diesem Bereich Partner brauchen in anderen Ländern. Denn wir werden die Mengen von Energie, die wir brauchen für die Antriebswende im Verkehr, die werden wir nicht in Deutschland alleine erreichen können, schaffen können. Wir müssen da also in Länder gehen, wo es viel Wind gibt, viel Sonne gibt. Und wir müssen von der Energie dann die auch nach Deutschland führen. Und auch da haben die synthetischen Kraftstoffe einen Vorteil, weil etwa Wasserstoff alleine oder Strom nur eine begrenzte Transportmöglichkeit darstellt, während synthetische Kraftstoffe als sogenanntes Crude, also synthetisches Rohöl, auf erneuerbarer Basis transportfähig ist wie das herkömmliche konventionelle Rohöl. Und auch das ist ein Vorteil. Das sagt aber, wir brauchen Partner in den warmen Regionen, auch in der sogenannten dritten Welt, was ich prinzipiell auch nicht schlimm finde, denn wir haben auch jetzt schon ja viele große Partner außerhalb von Deutschland. Und es ist eigentlich selbstverständlich, dass wir eben im Bereich Energie Partnerschaften brauchen. Wir sehen darin eine ökonomische Chance für diese Länder, aber auch für unsere Wirtschaft. Das ist mein letztes Argument. Gerade Baden-Württemberg, aber Deutschland insgesamt ist gut im Anlagenbau und manche Arbeitsplätze, die im Produktionsbereich wegfallen, im Bereich Automobilindustrie, können im Bereich Anlagenbau für synthetische Kraftstoffe wieder geschaffen, wieder gewonnen werden. Also es ist ein ökologisches, ein Klimaschutzprojekt und es ist zugleich auch ein ökonomisches Projekt im Sinne Sicherung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen. Vielen Dank. Winfried Herrmann, ganz herzlichen Dank. Ihr Aufruf ist also, einmal das Spektrum aller technischen Möglichkeiten für den Klimaschutz zu nutzen, auch an die alten Autos, die Bestandsflotte zu denken. Sie sagen, die Anlagenbauer in Deutschland können viel möglich machen, auch Refuels, man kann auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Insgesamt bietet das nicht nur eine Möglichkeit für den Umweltklimaschutz, sondern auch industriepolitische Chancen. Das merken wir uns mal. Und zum Glück, Winfried Herrmann, sehen wir Sie gleich, nachdem wir die nächsten zwei Standpunkte gehört haben, wieder in der Diskussionsrunde. Herzlichen Dank bis hierher. Meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zu einem, der sich auch mehr Engagement für alternative Kraftstoffe wünscht, zu Bernd Westphal. Er ist der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Sein Wahlkreis, das niedersächsische Hildesheim. Seinen genauen Standpunkt hören wir jetzt. Bernd Westphal, toll, dass Sie da sind. Ihre Bühne oder besser gesagt Ihr Screen, bitteschön. Mikro, Kollege. Jetzt haben wir das. Okay, ganz herzlichen Dank, Frau Gerstmann. Ganz herzlichen Dank für den gemeinsamen Impuls, für die Veranstaltung hier heute Nachmittag. Und wenn ich als Niedersachse einen Impuls geben kann, auch für die Politik in Baden-Württemberg, freut mich das umso mehr. Aber ich will das nochmal auch einordnen zu Beginn, wenn ich darf. Diese Energiewende, die kriegen wir nur gemeinsam hin. Zwischen Bund und Land, zwischen den Akteuren in den Kommunen und auch in den Branchen, in der Industrie, mit der Politik gemeinsam. Das Thema ist zu groß, dass wir die Konflikte aus der Vergangenheit übertragen in die Zukunft. Das wird uns nicht helfen. Wir haben das gesehen, dass wir, wenn Themen befriedet werden, wie beim Ausstieg aus der Kernenergie, wie in der Kohlekommission, wir wesentlich konstruktiver und schneller und auch ökonomisch sinnvoller die Dinge verändern können. Und deshalb komme ich zu einem zweiten Aspekt. Also der erste Zusammenarbeit, der zweite ist Arbeitsplätze. Wir müssen Vertrauen in diese Energiewende schaffen, in den politischen Rahmenbedingungen, aber auch für Investoren. Und das ist etwas, wo wir zunehmend sehen, dass in den Unternehmen die Wirtschaft sich auf den Weg gemacht hat, genau diesen Weg zu beschreiten. Und diesen Weg müssen wir jetzt mit vernünftigen, attraktiven Rahmenbedingungen gestalten. Und gerade das Automobil, das ist nicht nur in Baden-Württemberg, sondern natürlich auch in Niedersachsen der Fall, das ist eine Schlüsselindustrie. Wir haben die Autos made in Germany erfolgreich weltweit vermarktet und verkauft. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir es hin, mit klimaneutralen Antriebssträngen auch Autos der Zukunft zu bauen, sodass wir diese Schlüsselindustrie, diese Zulieferindustrie und auch das Beschäftigungspotenzial mit den Wertschöpfungsketten in Deutschland erhalten. Und wir haben uns natürlich im Rahmen der EU-Klimaziele dazu verpflichtet, 55%
unserer Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 zu senken. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Und wenn wir das runterbrechen auf den Verkehrssektor, heißt das 40-42% CO2-Äquivalent bis 2030. Also diese Verschärfung der Klimaziele macht das alles notwendig. Und wenn man mal sieht, wo wir da heute stehen, ist noch ein ganzer Weg vor uns, den wir beschreiten müssen. Und die Frage ist, mit welchen Instrumenten, mit welchen Zielen, mit welcher Technologie machen wir das? Wir werden ja jetzt Mitte März, und das zeigt das Klimaschutzgesetz, was wir im Bundestag beschlossen haben, Mitte März mit dem Umweltbundesamt die Emissionsdaten des Vorjahres haben. Und dann sind klare Verantwortlichkeiten in den Fachressorts und hier speziell natürlich der Verkehrsminister Andreas Scheuer gefragt, der mit klaren Vorschlägen auch beschreiben muss, wie er seine Ziele erreichen will. Und deswegen brauchen wir mehrere Optionen, wie wir diese CO2-neutrale Mobilität erreichen wollen. Wir haben sicherlich den Fokus auf Elektromobilität. Das ist auch richtig genannte Gründe, hat eben der Minister Herrmann genannt. Das sind sicherlich viele Faktoren, die dafür sprechen in einer effizienten Verwendung von Strom. Aber wir werden ja, und das sieht man ja heute im Schiffsverkehr, in der Luftfahrt, Bahnverkehr, in Niedersachsen fährt schon ein Wasserstoffzug sehr, sehr erfolgreich mit internationaler Beachtung. Es kommen wirklich eine ganze Menge, die sich das angucken, wie das funktioniert. Und wir müssen dieses CO2-Minderungspotenzial ja sehen in dem Bereich, wenn wir 10 Millionen Fahrzeuge auf der Straße haben im Jahr 2030, dann werden ja immer noch im Bestand 30, 35 Millionen Fahrzeuge sein. Die Frage ist, wie haben wir für die Fahrzeuge eine Lösung? Und das können natürlich erneuerbar hergestellte Kraftstoffe sein. Das kann neben der Elektromobilität eine weitere Möglichkeit sein, eben diese kohlenstoffhaltigen Dinge in dem Fahrzeugbereich im Mobilitätssektor rauszukriegen. Und deshalb sind E-Fuels mit Wasserstoff eine Option. Wir können dafür sorgen, dass wir einen Markthochlauf organisieren für die Elektrolyse, natürlich aber auch im Verkehr Anreize bieten mit einer Nachfrage, mit einer Pull-Option, die natürlich nochmal dazu beiträgt, auch einen Markt für Wasserstoff zu schaffen. Wir haben allerdings, und das ist etwas, wo ich auch an Baden-Württemberg appelliere, kein Gegeneinander, sondern Miteinander, aber auch eine klare Botschaft: Wenn wir keine erneuerbaren Energien haben, die den Strom erzeugen für die Elektrolyseanlagen, dann wird uns das nicht gelingen. Und deshalb ist Baden-Württemberg im letzten Jahr 5 Windenergieanlagen genehmigt, 3 gebaut, jetzt nicht an der Spitze der Bewegung. Und sicherlich im Bereich der Photovoltaik auch Pionierleistung, wenn man das sieht, was dort aus Freiburg heraus und den anderen auch in der Wissenschaft, Fraunhofer und andere geleistet wird. Aber ich glaube eher, dass wir auch in der Windenergie noch etwas mehr Dynamik brauchen. Und das liegt dann nicht immer nur am Bund, sondern wir können Ausbaupfade dort beschließen. Die Frage ist, gibt es genug Flächen? Gibt es anständige Genehmigungsstrukturen, die Investoren auch anlocken für solche Investitionen? Und deshalb klarer Appell nochmal bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir sehen das in der Bilanz, wenn die Kernenergie in den nächsten 2 Jahren rausgeht. Das ist für Bayern und Baden-Württemberg über 9.000 Megawatt, die da vom Netz gehen. Und wir werden ja mit dem Ausstiegspfad der Kohle im Gesetz festgelegt, 2038, wenn es gut läuft, 2035, bei dem CO2-Preis vielleicht sogar eher. Dann kann das nur gelingen, wenn wir Erneuerbare zur Verfügung haben. Mit dem Ausbau der Infrastruktur, Stromleitung, Pipeline für Wasserstoff und natürlich Wasserstoff-Elektrolysekapazität. Also von daher ambitionierte Ziele, die wir haben. Ich finde auch, wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Das, was das Umweltministerium, Frau Staatssekretärin wird das ja gleich nochmal sagen, Rita Schwarz-Sütter ist ja hier, was wir mit der RED II dort haben an Instrument, ist ambitioniert. Das ist etwas, ein Rahmen, der uns jetzt sicherlich in die Lage versetzt, mit 22% im Jahr 2030 eine Treibhausgasminderungsquote, die zu erfüllen, wird sicherlich auch nochmal Anstrengung bedeuten. Zum Abschluss vielleicht, was es braucht, 3 Punkte. Wir brauchen eine progressive Minderungsquote für die Beimengung von synthetischen und strombasierten erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehr. Und ich finde, das ist genau der Anreiz, der es möglich macht, bestehende Infrastruktur zu nutzen,
auch für die Brücke, vielleicht in eine neue Antriebswelt, die wir ab 2030 dann haben werden. Und wir haben diese Minderungsquote, die muss natürlich dann schrittweise abgeschafft werden, wenn der Verbrennungsmotor im Pkw-Bereich nicht mehr zur Verfügung steht oder nicht mehr im Markt ist. Und wir werden drittens eine Anwendungsoffenheit haben müssen für den Einsatz von klimaneutralen Wasserstoff, der aus PTX-Produkten gewonnen wird. Wir haben schon in dem EEG, was wir im letzten Jahr beschlossen haben im Bundestag, die EEG-Befreiung für den Strom, der in Elektrolyseanlagen verwendet wird, beschlossen. Das heißt, das ist also schon auch auf dem Weg. Und jetzt liegt es an dem, was wir an Rahmenbedingungen schaffen für Investitions- und Planungssicherheit, die Investitionen auch zu sehen für diese Technologien. Soweit mein Impuls. Ganz herzlichen Dank. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel heute für die Zusammenarbeit Bund-Land. Sollten andere Länder nachahmen. Vielen Dank. Bernd Westphal, ganz herzlichen Dank Ihnen. Sagen Sie doch mal in einem Satz, was muss unbedingt noch in die RED2-Umsetzung reinverhandelt werden, in die eingebaut werden? Welcher Satz ist das? Naja, wir haben ja schon eine Menge erreicht und ich finde, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist eine gute Basis. Ich kann jetzt nicht in einem Satz sagen, ich glaube, man muss sich insgesamt nochmal angucken, wo die Stellschrauben sind. Aber ich finde, mit den Zielen, die dort jetzt formuliert sind, ist das eine sehr gute Basis für das, was wir vorhaben. Was für eine Debatte erwarten Sie da jetzt noch im Bundestag? Na gut, wir werden ja jetzt heute Nachmittag schon eine ganze Menge Sachverstand da versammelt haben auf der Podiumsdiskussion. Da bin ich mal gespannt, was dort auch nochmal für Ideen entwickelt werden. Ansonsten denke ich, sind genug kluge Köpfe zusammen im Bundestag, die auch, was die RED 2 angeht, sich lange mit dem Thema beschäftigt haben. Einer ist mein Kollege Andreas Rimkus, der ja gleich auch noch einen Impuls gibt auf der Podiumsdiskussion. Und wir werden genau diese Fragen dann auch nochmal relativ schnell mit den Bundesländern klären und dort in Deutschland die Umsetzung der RED 2 ambitioniert verfolgen. Hier gibt es sofort schon die ersten Anmerkungen aus dem Publikum und ich lese mal eine vor. Bei alledem ist nicht zu vergessen, auch für die weltweit mehr als 1 Milliarde Bestandsfahrzeuge, die Verbrenner sind, braucht es eine Lösung, geht es doch um circa 5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Die Lösung können nur Refuels bzw. synthetische Kraftstoffe sein. Könnte Deutschland zum Beispiel Vorreiter werden aus Ihrer Sicht? Das könnten wir, und zwar nicht nur im Mobilitätssektor, was Autos angeht, sondern natürlich genau im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, dort, wo wir Schienenfahrzeuge haben. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, auch diese Kraftstoffe dort einzusetzen. Also gerade beim Flugverkehr kann ich mir das sehr gut vorstellen. Da gibt es ja auch erste Pilotprojekte, wo wir das sehen. Bernd Westphal, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, und vielen Dank. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zur Bundesregierung und dem Ressort, das die Regelung vorgeschlagen hat. Und zu, das freut mich sehr, Rita Schwarzelür-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Erst gestern twitterte sie, nachhaltige Mobilität brauche mehr als Ökomost im Tank. Was das genau heißt, sagt sie uns jetzt. Rita Schwarzelür-Sutter, Ihr Standpunkt, Ihr Screen, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Gerstmann und sehr geehrter Minister, lieber Winnie Herrmann, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Kollege Thomas Bareis, liebe Frau Müller, Herr Reichen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will vielleicht mal gleich zu Beginn festhalten, dass wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass wir die Erderhitzung und vor allem stoppen wollen und unsere Klimaschutzziele erreichen wollen und das sicherlich nicht mit Business as usual geht, sondern dass es auch bedeutet, dass wir Veränderungen brauchen. Und auch zu Beginn noch mal festhalten, dass zwei Faktoren hier ganz zentral sind. Das ist einmal der Ausbau der erneuerbaren Energien und auch mehr Energieeffizienz. Und gerade in allen Sektoren. Jetzt wurde schon mehrfach genannt, dass der Verkehrssektor unser Sorgenkind ist in der Klimapolitik. Ja, und das stimmt, die Treibhausgasemissionen sind seit 1990 in diesem Sektor nicht gesunken, sondern sogar leicht gestiegen. Hauptverursacher ist der Straßenverkehr. Zu viele Autos haben noch einen zu hohen CO2-Ausstoß und wir haben noch zu wenig Elektrofahrzeuge im Verkehr. Und das bedeutet, dass noch viel zu viel Benzin und Diesel verbraucht werden. Und jetzt kommt es, weswegen natürlich auch die Kraftstoffe ein wichtiger
und notwendiger Hebel für mehr Klimaschutz im Verkehr sind. Wir in der Bundesregierung haben ambitionierte Klimaschutzziele aufgestellt und beschlossen und gleichzeitig auch den Weg in die Zukunft aufgezeigt und festgelegt. Ich möchte hier als Stichworte nennen das Pariser Klimaschutzabkommen, den Green Deal, das Klimaschutzprogramm 2030, unser Klimaschutzgesetz und natürlich auch die nationale Wasserstoffstrategie. Damit haben wir eigentlich ziemlich Bewegung hier reingebracht. Und das Ziel ist klar, dass wir die Klimaneutralität bis spätestens 2050 dann auch mit diesem Weg beschreiten wollen und erreichen wollen. Und erneuerbare Energien im Verkehr sind da kein einfaches Thema. Nicht alles, was erneuerbar ist, ist auch immer gut für Natur und Klima. Und es gibt fortschrittliche Kraftstoffoptionen, die in Zukunft dringend gebraucht werden, aber die befinden sich erst in der Hochlaufphase. Hier gibt es ambitionierte Vorgaben und technische Machbarkeit miteinander abzustimmen. Beim Thema Klimaschutz und Verkehr dürfen wir dabei den Blick auch nicht auf das große Ganze verlieren, denn die nachhaltigen Ressourcen sind einfach auch begrenzt. Und sie einfach von einem Sektor in den anderen zu verlagern, nützt am Ende des Tages dem Klima nichts. Die Erneuerbaren heißt also wirklich, die Erneuerbaren müssen, indem dass sie intensiv ausgebaut werden, müssen effizient eingesetzt werden. Und das bedeutet einfach am Ende wirklich, das ist dann erfolgreicher Klimaschutz. Das ist nur eine von vielen Rahmenbedingungen, wenn es um Klimaschutz im Verkehr geht. Und daher freue mich durchaus heute und schön, dass das schon von verschiedenen Seiten anerkannt wurde, über unseren jüngsten Erfolg. Wir setzen nämlich die europäische RED II, also Renewable Energy Directive 2, erfolgreich um. Und wir setzen sie auch nicht nur eins zu eins um, sondern wir sind durchaus ambitioniert. Und ich spreche da gerne auch nochmal darüber, welche Erwägungen wir dabei hatten und welche einzelnen Instrumente da wichtig sind. Wir haben auf Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, wie ich schon gesagt, RED II vergangene Woche im Kabinett beschlossen und auch damit die Vorgaben auf den Weg gebracht. Die Quote für die Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen soll von heute 6% auf 22% steigen. Und das entspricht dann, das muss man immer dazu sehen, in welchem Verhältnis das aussteht und wie es zusammenhängt, dass es dann einen erneuerbaren Anteil im Verkehr von etwa 28% entspricht. Also doppelt so viel, wie RED II vorgibt. Und ich glaube, das macht auch nochmal deutlich, wie ambitioniert das ist. Und damit übernimmt auch Deutschland eine Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien im Verkehr. Und das ist zentral für Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Das ist ein wichtiger Leitmarkt auch, ein wichtiger Sektor hier in Deutschland. Und wir wissen alle, wie wir hier sitzen, online mit Bild und bei den Zuschauern, dass das zentral ist, dass es einen Strukturwandel auch mit sich bringt. Und wir sind mittendrin. Und dieser Strukturwandel, da braucht es auch Innovationen. Wir heißen, wir müssen innovativ sein, um die Industrie auch in Deutschland zu halten und gute Arbeitsplätze zu sichern. Und es ist besser, bei den Innovationen die Nase vorn zu haben, als hinterher zu hinken. Ich will, dass auch die Autos der Zukunft aus Stuttgart, aber auch aus Wolfsburg und auch aus München kommen und nicht nur aus China. Deswegen bin ich schon besorgt, wenn Produktionsstätten dort auch immer mehr aufgebaut werden. Darum geht es auch für die starke mittelständische Zulieferindustrie und das insbesondere, wir sind jetzt ja quasi virtuell in Baden-Württemberg und auch gerade ganz besonders in Baden-Württemberg. Auch in deren Interesse macht es überhaupt keinen Sinn, die Märkte der Zukunft der Autoindustrie in Fernost denen zu überlassen, sondern klar ist, die größten Märkte sind nämlich dort in Asien. Aber unser Interesse ist, diese Entwicklung und die Produktion auch in Deutschland zu halten. Und deshalb sind folgende Schritte auch hervorzuheben. Das ist einmal, wir schaffen Anreize für den Einsatz von grünem Wasserstoff in Raffinerien. Das ist gleichzeitig ein zentrales Instrument unserer nationalen Wasserstoffstrategie. Wir erhöhen den Anteil der fortschrittlichen Biokraftstoffe aus Reststoffen deutlich. Wir beziehen den Luftverkehr
ein und schaffen auch Anreize für flüssige, strombasierte Kraftstoffe. Und es kommt eine verpflichtende Quote im Flugverkehr, im Luftverkehr und damit auch eine Vorreiterrolle. Und wir unterstützen den Betrieb und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für mehr Elektromobilität. Und ganz aktuell hat die Bundesregierung gestern das Schnellladegesetz beschlossen und der Bundestag verabschiedet heute ein Gesetz mit dem wunderbar klingenden Namen Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz oder kurz genannt GEIG, also mehr Ladepunkte im Haus. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Biokraftstoffe allerdings aus Nahrungsmitteln begrenzen wir. Der Anteil von Palmöl auf die aktuellen Mengen, also den Status quo begrenzt, aber danach geht es zügig und konsequent weiter. Bei der Absenkung und spätestens 2026 kann kein Palmöl mehr in Kraftstoffen bei der Treibhausgasquote angerechnet werden. Und das ist deutlich früher, als die EU das auch vorschreibt. Das schafft schon in den nächsten Jahren Platz für wirklich nachhaltige und fortschrittliche Optionen, zum Beispiel den Wasserstoff. Mir ist besonders wichtig, und das möchte ich einfach auch nochmal betonen, dass wir diese Transformation in den 20er Jahren mutig und konsequent angehen und das im Sinne von Investoren und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die brauchen nämlich Planbarkeit und auch Verlässlichkeit. Kein Bereich, kein Akteur soll überfordert oder überrumpelt werden. Und das bezieht sich auch auf die mittelständischen Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen explizit. RED II ist auch deswegen so wichtig, weil die Richtlinie den Weg für zukunftsfähige Produkte in der Automobilindustrie bereitet. Sie bringt den Hochlauf von synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff. Das wird bis zur Mitte dieses Jahrzehnts etwas gemächlicher angehen, aber dann ab 2026 sehr ambitioniert. Und unser Ziel ist es, gute und fortschrittliche Optionen nicht zu beschädigen. Ein zentraler Leitgedanke ist daher ein moderater und machbarer Anstieg der Quoten bis Mitte des Jahrzehnts, wie ich es gerade gesagt habe, und dann den Übergang mit einem planbaren Markteintritt der neuen zukunftsfähigen Optionen. Danach steigen die Vorgaben deutlich schneller und ambitionierter. Lassen Sie mich vielleicht noch etwas näher auf den Luftverkehr eingehen. Für den wird eine verpflichtende Quote eingeführt und das ist ein Novum und ein großer Schritt. Nämlich auf dem Weg zum CO2-freien Fliegen muss fossiles Kerosin durch nachhaltige Treibstoffe ersetzt werden. Das ist zwingend notwendig und strombasiertes Kerosin aus Erneuerbaren spielt da eine zentrale Rolle. Bisher findet deren Produktion aber erst in Demonstrations- und Pilotanlagen statt. Ihr Anteil ist angesichts des hohen Energiebedarfs und der hohen Kosten noch sehr gering. Und strombasierte Kraftstoffe werden sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten. Aber grundsätzlich gilt, ich will es immer noch mal betonen, Ökostrom ist kostbar und gebraucht wird er in allen Wirtschaftsbereichen. Und deswegen will die Bundesregierung den grünen Wasserstoff und seine Folgeprodukte dort zuerst einsetzen, wo es keine Alternativen gibt. Denken Sie an die Stahl- und an die Chemieindustrie und eben auch an den Luftverkehr. Ich glaube, das macht das nochmal deutlich, warum wir im BMU da sehr wohl abgewogen haben. Wir haben uns auch deshalb entschieden, strombasierte Kraftstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff entsprechend stark zu fördern für mehr Klimaschutz im Verkehr. Und die noch hohen Preise sollten durch steigende Produktion dann auch nachher marktfähig gemacht werden. Das hilft für die genannte Mindestquote im Flugverkehr. Und sie beträgt dann 2026 erstmal, hört sich sehr klein an, 0,5%, steigt bis 2030 auf 2%. Wenn man aber das nochmal in der Volumenmenge anguckt, dann sind es nämlich 200.000 Tonnen E-Kerosin. Und das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung. Und diese Produktionskapazitäten müssen von den Herstellern erst jetzt noch aufgebaut werden, weil wir schon 2026 50.000 Tonnen im Markt brauchen. Diese Quote ist also ein kräftiger Impuls für E-Fuels und jenseits der bisherigen, man kann auch sagen, Labormengen. Und hier ist das Ziel ein selbsttragender Markt.
Meine Damen und Herren, der Straßenverkehr ist bei strombasierten Kraftstoffen nicht außen vor. Wir fördern sie durch Doppelanrechnung. Lieber Winnie Herrmann, mit RED II gehen wir einen ganzen Schritt weiter und damit machen wir auch ambitionierte Minderungsvorgaben bei Kraftstoffen. Erneuerbare Energien sind für den Klimaschutz im Verkehr ganz wesentlich und unser Maßnahmenpaket fördert, was naturschutzfachlich vertretbar und technisch machbar ist. Wie geht's weiter? Der Gesetzentwurf, der muss im Bundestag beschlossen werden und dann auch durch den Bundesrat passieren. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt durchaus nutzen, dafür zu werben, dass der Bundesrat hier auch seine Zustimmung gibt. Auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt wichtige Investitionen brauchen. Wir haben Corona, wir haben das Konjunkturpaket, wir haben da einen großen Anteil auch nochmal in Richtung Umwelt- und Klimaschutz. Und es ist wichtig für unsere Wirtschaft jetzt, dass da auch Verlässlichkeit herrscht und wir in die richtige Richtung investieren. Wir setzen also hohe, aber realistische Pflichtquoten für moderne, klimafreundliche Kraftstoffe. Das können wir, Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. Und wir kämen da einen wesentlichen Schritt weiter. Wir wollen in die Zukunft gehen. Und ich glaube, man kann schon sagen, die Verbrenner, wie wir sie heute noch kennen, werden keine Zukunft haben. Und das sage ich mit dem Blick, weil ich schon sehe, dass es die Liste der Länder, die sich zu einem mehr oder weniger starken, strikten Endzeitpunkt von Diesel und Benziner bekannt haben, immer länger wird. Und es empfiehlt sich nachher nicht am Ende des Feldes dann da anzukommen, sondern jetzt innovativ, sei es im Automobilbereich selber, als auch im Kraftstoffbereich, hier auf den Weg zur Klimaneutralität und zu einer starken Industrie zu kommen. Es ist wichtig, den Übergang klug und innovativ zu gestalten mit RED II, mit der Förderung der Elektromobilität, mit der Förderung auch der Batterieproduktion, aber auch mit gestärktem Schienenverkehr, mit sicherem Rad- und Fußverkehr, den darf man nicht vergessen, in den Städten, in den Gemeinden, weil Verkehr, Mobilität ist mehr als nur Straßenverkehr mit besseren ÖPNV-Angeboten. Dann stellen wir die Weichen für eine echte Mobilitätswende. Herzlichen Dank. Rita Schwarz-Sutter, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke auch in das, was das Umweltministerium sich da so vorgenommen hat mit der RED II. Ich fange gleich mal mit den Zuschauerfragen an, denn es gibt einige. Die erste lautet: Für mich sind Refuels keine Konkurrenz zur E-Mobilität, sondern zu Rohöl. Warum bremst ausgerechnet das BMU die Mineralölwirtschaft dabei aus, von Rohöl auf E-Fuels umzustellen? Da bleibe ich doch glatt mal dran. Also wir bremsen die überhaupt nicht aus, umzustellen auf E-Fuels. Auch heute kann man schon beimischen, könnte man reichlich beimischen. Leider findet das nicht statt. Und wir fördern jetzt mit RED II synthetische Kraftstoffe. Nur dort, wo es um Biokraftstoffe geht aus Nahrungs- und Futtermitteln, da begrenzen wir sie. Dann gab es noch eine Frage, ob denn eigentlich die positiven Wirkungen von RED II mit anerkannt worden sind. Wenn man mehr strombasierte Kraftstoffe nimmt, sei das auch ein Anreiz, Benzin zu sparen, Sprit zu sparen, denn diese strombasierten Kraftstoffe seien ja viel teurer. Die sind noch jetzt teurer. Und deswegen glaube ich auch, es ist schwierig zu sagen, dass es dann gleichzeitig weniger verbraucht wird. Wir haben ja durchaus so eine Tendenz von Rebound-Effekten, sowohl bei den erneuerbaren Energien und auch hier. Und deswegen ist es ein kluger Vorschlag, dass wir jetzt synthetische Kraftstoffe, alternative Kraftstoffe durchaus fördern. Aber natürlich die effizienteste Art, und das ist tatsächlich die Elektromobilität, natürlich entsprechend voranbringen wollen. Und wann werden palmölfreie synthetische Kraftstoffe nach DIN 15940 in die 10. BIMSCHV aufgenommen? Also auf jeden Fall wird Palmöl nicht mehr ab 2026 auf die Treibhausgasquote angerechnet. Und ich muss Sie das noch fragen, Winfried Herrmann hat es ja vorhin
auch gesagt, Bernd Westphal genauso. Was ist denn mit der Bestandsflotte? Was wollen Sie da tun? Ich glaube, für die Bestandsflotte, das sehen wir durchaus. Und deswegen ist es ja auch gut, dass wir alternative Kraftstoffe zur Verfügung haben. Ich glaube, wichtig ist aber trotzdem, dass wir die zukünftigen Innovationen dadurch nicht verhindern, sondern dass wir entsprechend der Realität ins Auge zu schauen, wie ich gerade eben gesagt habe, wenn die Liste der Verbrennermotoren in bestimmten Ländern immer weiter verboten wird, dass wir diese Innovationen weiter fördern. Und insofern ist dieser RED-II-Vorschlag, kommt dem genau entgegen, dass wir die Bestandsflotte von 2030 werden das ungefähr noch 37 Millionen Verbrennermotoren sein. Die haben die Möglichkeit, dann auch umzusteigen auf synthetische Kraftstoffe. Und vielleicht wäre es auch mal gut von der Automobilindustrie, dass man dann auch sagt, dass die Motoren es vertragen. Und eine Frage noch, sorgt es Sie manchmal, dass Sie nicht vielleicht doch beherzter vorgehen müssten, weil Sie sonst Strafzahlungen riskieren, die aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden müssen, weil Deutschland die EU-Klimaziele reißt? Mich besorgt es natürlich einmal mit Blick auf die Finanzen, aber mich besorgt es vielleicht viel mehr, wenn man nicht mutig voranschreitet, dass dann andere an der Spitze der Bewegung sind. Und wenn natürlich über 3,5 Milliarden Menschen in China leben, alleine, und man den ganzen asiatischen Bereich anguckt und sieht, wo der Markt ist, dann möchte ich nicht, dass in Zukunft nur dort Automobilindustrie stattfindet, sondern dann möchte ich auch in Zukunft, dass in Deutschland eine Automobilindustrie eine Zukunft hat. Und das geht nur, wenn man dann sich auf neue Wege begibt. Wir haben ja gerade in Baden-Württemberg viele Strukturwandel schon durchgemacht, sei es im Textilbereich oder in anderen Bereichen. Wenn man sich am Alten festklemmt, dann bringt es einem nicht weiter, sondern wir brauchen jetzt diese Innovationen. Und die sehen wir ja, das geht voran. Wir haben mit der Förderquote bei der Elektromobilität, merkt man jetzt, dass die neuen Autokäufe tatsächlich in diese Richtung geht, dass der Verbraucher da drauf achtet. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir hier Planungssicherheit schaffen und wie gesagt, nicht nur bei der Elektromobilität einmal über Ladepunkte, dann auch über die Förderquellen, sondern auch über die Batteriezellproduktion. Wir sehen ja gerade mal, wie das manchmal bei Halbleitern ist, wenn man zu sehr abhängig ist aus dem Ausland, was das bedeutet. Dann will ich auch eine Zukunft haben für die deutsche Automobilindustrie mit einem ökologischen Auto. Vielen Dank, Rita Schwarze-Lühr-Sutter. Es gibt eine Zukunft für die Automobilindustrie. Das wollen, glaube ich, alle. Wie wir da hinkommen, schauen wir weiter. Toll, dass Sie da waren. Und wir debattieren jetzt mit einer munteren, etwas größeren Runde, wie es weitergehen kann. Später, meine Damen und Herren, auch mit Ihnen allen. Stellen Sie gerne schon weiter Ihre Fragen im Chat. Das läuft ja schon super mit Ihrem Namen oder, wenn es Ihnen lieber ist, eben auch anonym. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und schreiben Sie doch auch, an wen Sie Ihre Frage genau richten. An welchen unserer Gäste? Denn unsere Gäste sind, ich freue mich sehr, Thomas Bareis, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, fordert Technologieoffenheit und sagt es mal so, alternative Kraftstoffe sind insbesondere bei großen Transportmengen und Entfernungen wie im Luftverkehr oder in der Schifffahrt eine vielversprechende Option zur Umsetzung der Energiewende im Verkehrssektor. Was das für die Straße heißt, reden wir drüber. Thomas Bareis, toll, dass Sie da sind. Und wir reden mit Hildegard Müller. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA sagt, ohne Kraftstoffe und Strom aus erneuerbaren Quellen können wir klimaneutrale Mobilität nicht realisieren. Gerade die Benziner und Diesel, die jetzt auf der Straße sind, brauchen E-Fuels, um einen Beitrag zu den Klimazielen leisten zu können. Nicht der Zylindermotor ist das Klimaproblem, es ist der Kraftstoff aus fossilen Quellen. Herzlich willkommen, Hildegard Müller. Und wir reden mit Patrick Greichen. Nun, der Direktor des Thinktanks Agora Energiewende plädiert eher für die All-Electric-Welt. Greichen hat gerade erst an einer großen Studie mitgewirkt, wie Deutschland bis 2050 klimaneutral werden kann, und demnach kommen strombasierte Kraftstoffe im Verkehr erst nach 2030 allmählich zum Einsatz und dann, so sagt er das, nur sehr gezielt im Flug und vielleicht auch noch im Schiffsverkehr. Patrick Greichen, schön, Sie zu sehen. Und wir reden mit Andreas Rimkus, der Berichterstatter Alternative Antriebe und Sektorkopplung der SPD-Bundestagsfraktion, hat die Bundesregierung unlängst auch zu mehr Engagement für alternative Kraftstoffe aufgefordert.
Er, ein NRW-Mann, Düsseldorfer, sieht das wie sein Kollege Bernd Westphal und spricht sich wie er auch für eine E-Fuel-Quote aus. Andreas Rimkos, wie schön, dass Sie da sind. Hello nach Düsseldorf oder Berlin. Und er darf natürlich nicht fehlen. Winfried Herrmann, die Potsdamer Neuesten Nachrichten, schrieben diese Woche, das Autoland, also Baden-Württemberg, hat sich unter dem grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann zum Musterländle der Verkehrswende entwickelt. Er ist ein hartnäckiger Mann. Kritik scheut er nicht. Winfried Herrmann, willkommen in dieser Runde. Und meine Damen und Herren, wir müssen erst noch mal uns mit den Kritiken beschäftigen. Den Kritikern der alternativen Kraftstoffe auf der Straße, Thomas Bareis. In Norwegen ist schon jeder zweite Neuwagen elektrisch. Warum sollte sich nicht auch in Deutschland das E-Auto in absehbarer Zeit so durchsetzen? Immerhin hat auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Jahr 2021 zum Jahr der Elektromobilität erklärt. Die E-Fuels würden sich dann auf der Straße eigentlich erübrigen, oder nicht? Ja, vielen Dank mal für die Einladung und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, die Diskussion hat ja schon einiges gezeigt, dass wir, sage ich mal, einerseits natürlich die elektrische Mobilität in den nächsten Jahren stark hochfahren werden. Das Thema Norwegen, finde ich, das ist immer etwas fehl am Platz, weil natürlich Norwegen eine ganz besondere Sondersituation hat. Einerseits, weil Norwegen einen unglaublichen Reichtum hat. Norwegen ist natürlich eines der reichsten Länder der Welt, kann sich vieles leisten, was andere sich nicht leisten können. Und witzigerweise ja aufgrund dessen, dass sie ja Öl und Gas verkaufen weltweit und damit einen Fonds bereichern und damit natürlich auch ihre, sagen wir, eigene Transformation bzw. ihre eigene, sage ich mal, Infrastruktur massiv fördern und ausbauen. Deshalb glaube ich, ist Norwegen ein bisschen ein schlechtes Beispiel, auch für ein starkes Industrieland wie Deutschland. Wir haben ja auch eine ganz andere Anzahl von Autos und PKWs und LKWs auf der Straße. Und ich glaube, dass die Herausforderung schon auch sein wird, dass ein Land wie wir auch umstellen, dass wir die Wende in ganz verschiedenen Bereichen auch dann vornehmen und auch es funktioniert, dass es auch dann entsprechend auch wettbewerbsfähig ist, dass die Menschen noch Mobilität auch entsprechend haben, weil die Mobilitätswünsche nehmen eher zu weltweit. Deshalb wird auch dann nochmal auch werden ja Lösungen gesucht, die auch dann funktionieren, die wettbewerbsfähig sind und die auch mit Klima und Umwelt vereinbar sind. Und deshalb brauchen wir schon auch verschiedene Technologien. Ich denke, die Elektromobilität wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Wir geben jetzt derzeit 3 Milliarden Euro aus, um die Batteriezellfertigung in Deutschland wieder zu etablieren. Also auch da wird sehr, sehr viel gemacht. Aber wir haben natürlich auch noch die Flottenziele in Europa, inklusive noch der unterschiedlichen Diskussion mit dem Euro 7 Standard, mit den auch Innovationsprämien. Also da wird schon sehr, sehr viel getan, um das Thema Elektromobilität nach vorne zu bringen. Aber es gibt natürlich auch die nächsten Jahre noch den Bestand, auch in Deutschland, in Europa. Und wir werden auch noch 2040 auch noch Autos haben, die mit dem klassischen Verbrenner fahren werden. Und in Deutschland, in Europa. Und die brauchen ja einen Kraftstoff dann, der relativ CO2-freundlich oder neutral ist. Und deshalb brauchen wir auch da natürlich Lösungen für den Bestand. Und weltweit wird natürlich auch da, sind die Zahlen ja klar, weltweit wird der Verbrennermotor noch zunehmen. Weltweit wird die Verbrennungstechnologie noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Auch China wird die nächsten Jahre in diesem Bereich noch eher investieren als aussteigen. Deshalb ist es, glaube ich, auch da ein Anspruch, dass wir hier auch wirklich mit einem Kraftstoff wirklich auch Lösungen anbieten können. Nicht nur für unser Land, sondern auch weltweit auch da in der Technologie mit drin bleiben. Und unsere Automobilbauer wollen ja auch weltweit erfolgreich sein, deshalb müssen sie auch da mithalten. Deshalb sollten wir nicht nur einseitig denken, sondern immer auch, sage ich mal, offen bleiben für Neues und für die Zukunftstechnologien, aber auch die Bestände und die hohen Technologien, die wir heute schon haben, auch weiterhin erhalten und auch da, wo es besser ist, noch besser ausbauen können. Aber wir haben es eben von Rita Schwarz und Jürsutter gehört. Ökostrom ist ein kostbares Ding. Wie viel strombasierte Kraftstoffe kann sich Deutschland, kann sich die Welt leisten? Ja gut, das ist eine Frage, woher Sie das, sagen wir mal, wir wollen ja den grünen Wasserstoff als ganz, ganz wichtige Grundlage sehen. Der grüne Wasserstoff wird ja größtenteils aus Ländern kommen, wo die Produktionsbedingungen sehr, sehr, sage ich mal, auch günstig sein werden. Also da wird es ja weltweit auch einen Markt geben, es wird auch eine große Nachfrage geben. Das wird ja auch angereizt durch die RED2. Wir sind dankbar, dass das Umweltministerium jetzt nach 1,5 Jahren endlich aber die RED2 vorgelegt hat. Das war ja schon überfällig, dass wir hier entsprechend auch die Vorgaben bekommen, weil die RED2 ja die Grundlage dafür ist, dass ein Markt entsteht und dass eine Nachfrage entsteht und damit auch die grüne Wasserstoff auch in der Produktion dann immer stärker auch eine Rolle spielt. Und wie gesagt, da wird ein Teil sicherlich in Deutschland jetzt mal vorerst auch mal aufgebaut, Elektrolyse, aber es wird auch sicherlich ein großer Teil auch dann auch aus dem Ausland kommen, aus Regionen, wo Sonne und Wind stark vorhanden sind. Wir gehen jetzt mal aus, dass wir 2030 90 bis 110 Terawattstunden grüne Wasserstoff in Deutschland benötigen. Und davon kommt einen übrigen Anteil dann auch aus Ländern,
wo wesentlich bessere Bedingungen sind als Deutschland. Deshalb werden wir weiterhin auch ein Importland sein von Energie. Aber auch das ist, denke ich mal, etwas, was, denke ich mal, auch unumstritten ist und was auch natürlich mit verstärktem Handel weltweit auch zu natürlich mehr auch gegenseitigem Verständnis und auch stärkeren auch Handelsbeziehungen und auch damit auch zu mehr Stabilität weltweit führen kann. Mhm. Reden wir gleich nochmal drüber, was ich da genau tun muss. Aber Hildegard Müller, wir sind noch bei der Frage, was kann man den Kritikern eigentlich entgegenhalten oder was denken Sie? Deutschland müsse aufpassen, den Anschluss nicht zu formulieren, zu verlieren. Die Automobilindustrie habe zu lange an ihrem Geschäftsmodell festgehalten, so heißt das ja immer. Und E-Fuels verhinderten jetzt womöglich den notwendigen Technologiewandel. Was halten Sie den Leuten entgegen, die Ihnen so etwas sagen? Ja, ich bitte die Kollegen, die das sagen, den Blick genauso nach vorne zu richten, wie wir das tun. Nämlich auch auf aktuelle Zahlen und auf Pläne und auf Strategien zu schauen, die aktuell in der Umsetzung sind. Eine aktuelle Zahl ist, im Januar hatten wir 21,7% Anteil Elektroautos an den verkauften Autos. Und davon kamen fast 75% von deutschen Herstellern. Ich sage das, weil ich die Sorge nehmen möchte, dass die Diskussion zu E-Fuels und anderen Kraftstoffen ein Momentum ist, sich nicht genug zu engagieren bei dem Ziel der Klimaneutralität. Ich will auch hier ein ganz klares und eindeutiges Bekenntnis geben. 2050 Klimaneutralität ist etwas, zu dem sich die Autoindustrie verpflichtet, auch zu dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und es ist auch richtig und wichtig, was eben schon gesagt worden ist, es liegt natürlich ein ganz besonderer Schwerpunkt im Pkw-Bereich auf dem Thema Elektromobilität. Da gibt es auch Herausforderungen, aber im Übrigen auch zu betrachten. Und wenn ich das sage, dann sage ich nicht, um zu verhindern, sondern auch zu ermöglichen. Ich war ja früher in der Energiewirtschaft tätig und da habe ich solche Diskussionen auch oft geführt. Wir dürfen zum Beispiel sehr konkret den Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht vernachlässigen, weder in Deutschland noch in Europa. In Europa wird überhaupt nur in 4 Ländern am Thema Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos engagiert gearbeitet. Haben wir ja gerade gehört, da tut sich was, ne? Ja, da tut sich ehrlich gesagt noch gar nichts. Ehrlich gesagt, die 1 Million Ladesäulen der EU, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich möchte, dass das entsprechend ist, aber ich weiß, wie energiewirtschaftlich das herausfordernd ist. In Deutschland alleine waren Anfang letzten Jahres 11 Autos an einem Ladepunkt, jetzt sind es 17. Dieser Hochlauf, der ja auch von der Politik auch massiv unterstützt wird, deshalb auch die richtigen Impulse gesetzt werden über Umweltbonus und anderes, der weist jetzt Erfolge auf. Wir müssen uns dort anstrengen, wir werden das tun, aber ich will nur sagen, die Infrastrukturvoraussetzung ist etwas in den Köpfen, was von vielen Menschen herumspuckt. Ich will aber nicht ablenken vom Thema E-Fuels. Genau. Ich wollte nur sagen, weil dieses System ist so ein komplexes und es ist so viel Richtiges zu diesem Thema schon bereits gesagt worden, dass ich auch hier nochmal betonen möchte. Ich weiß, es ist natürlich jetzt auch ein teures Gut. Es ist ein rares Gut. Aber ich will darauf hinweisen, dass Deutschland sich bei diesen Themen anstrengen muss. Ob das Wasserstoff ist, ob das E-Fuels und anderes sind. Wo der wirtschaftliche Einsatz in 10 Jahren am besten ist, den können wir nur entscheiden, wenn wir uns heute auch engagiert bei diesen Themen zeigen. Und deshalb brauchten wir wirklich das Nachbessern in RED II. Wir hätten es uns auch noch etwas offensiver vorstellen können, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon ein Schritt in die richtige Richtung. Nur wer jetzt heute groß denkt, ist in Zukunft bei Weltmärkten dabei. Und es ist ja auch richtig hingewiesen worden. Wir werden auf Importe angewiesen sein in diesen Bereichen. Wir müssen also heute bereits bei Wasserstoff und anderem genau diese Punkte und Akzente setzen. Für wie lange, was denken Sie, wird man die E-Fuels auf der Straße brauchen? Mindestens solange wir Bestandsautos haben, bei den Menschen, die Verbrenner, die fahren. Ich habe das ja bewusst gesagt mit dem Kraftstoffeinsatz. Und viele Länder übrigens, die Verbrenner verbieten, verbieten fossile Verbrenner. Also mehrere Länder, von denen wir sehr schnell sagen, die verbieten den Verbrenner, haben genau diese Kausalität auch mit dabei. Ich möchte darauf hinweisen. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt schon enorme Einsparpotenziale. Auf den Beitrag im ist verwiesen worden. Und selbst wenn wir die engagierten Ziele wirklich erreichen können, wir arbeiten daran, die entsprechenden Autos zu bieten, über 150 Modelle, die jetzt in den nächsten Jahren da auf den Weg kommen. Aber selbst wenn zum Beispiel 20, 30, 60% Elektroautos zugelassen würden, sind immer auch noch Verbrennerautos mit dabei. Mhm. Das heißt, ich kann Ihnen hier und möchte Ihnen kein Datum setzen, sondern ich sage, wir müssen engagiert daran arbeiten, dass wir den fossilen Kraftstoff ersetzen. Und das ist natürlich wichtig und das ist auch das Richtige zu gesagt haben, mit nachhaltigen Kriterien, mit Strom aus erneuerbaren Energien und anderes mehr. Wir müssen uns zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit mehr anstrengen. Wir müssen mehr ankommen in Deutschland aus diesem Thema. Wie wird das bei Ihnen im Verband debattiert? Sieht das VW genauso wie BMW?
Ja, das wird natürlich genauso gesehen. Ich meine, das eine ist eine jeweilige Unternehmensstrategie, die den einen oder anderen Schwerpunkt setzt. Aber das ist, was ich gerade gesagt habe, wird vollumfänglich geteilt. Dieses Thema, der massive Ausbau der Elektromobilität im Pkw-Bereich, wird hundertprozentig identisch gesehen. Und alle haben auch und sagen auch und betonen auch, es gibt natürlich Bestandsfahrzeuge, es gibt auch weiter noch einen Anteil Verbrennungsmotoren, für die wir diese E-Fuels brauchen. Und insofern wird das von allen auch geteilt. Und ich will auch nochmal das Thema, wir sind jetzt sehr am Pkw, die schweren Nutzfahrzeuge zum Beispiel erwähnen. Da bin ich noch nicht vollumfänglich davon überzeugt, dass zum Beispiel Oberleitungen eine Alternative sind, wenn ich auch an die Infrastruktur, den Beton, den wir dafür, die Struktur, die wir brauchen, die leider auch gar keine Anschlussfähigkeit in Europa findet und anderes denke. Wenn ich sehe, welche Potenziale Wasserstoff hat, dann sind wir auch im Schwerlastverkehr, nicht nur bei Flugzeugen, sondern auch vielleicht, wenn wir den Verkehr stärker in Logistik-Hubs sozusagen unterbringen, die letzte Meile elektrisch fahren, aber die großen Strecken in einer Kombination fahren könnten, dann ist das etwas, was ich auch hier noch als Diskussionspunkt nennen möchte. Vielen Dank. Dann gehen wir mal zu Patrick Greichen. Und Patrick Greichen, Sie müssen mir mal sagen, wie steht es eigentlich so um Ihre Technologieoffenheit? Oh, ich bin da total offen. Sie sind da total offen. Okay. Also, wie viele E-Fuels können wir auf die Straße bringen? Ja, der begrenzende Faktor ist, wie schnell kriege ich wie viele Erneuerbare und dann wie viele CO2-Abscheidungsanlagen und Fischer-Tropsch-Anlagen gebaut. Und da haben wir im Grunde das gesamte Potenzial in Deutschland schon komplett verplant für den Ausstieg aus der Kohle, den wir ja auch noch vor der Brust haben, und für den wachsenden Strombedarf, der kommt aus Gebäude und Verkehr und Industrie, sodass wir ja im Grunde die Frage stellen müssen, so, wo kann im Ausland der große Erneuerbaren plus der große Fischer-Tropsch-Anlagen plus der große CO2-Direct Air Capture-Anlagen Bau herkommen, um dann unsere Kraftstoffe zu erzeugen? Und da muss ich sagen, da bin ich skeptisch, dass da große Mengen drin sind. Und das ist das Ergebnis im Grunde aller Szenarien, die ich auch kenne, die das sich nüchtern angucken, die sagen, da ist bis 2030 nicht viel zu holen und auch danach wird es schwierig. Und aus dieser Logik heraus landen wir dann wird das wohl auch nur da hinkommen, wo jemand diese teuren Kraftstoffe bezahlt und das ist dann der Flugverkehr. Nicht, weil ich persönlich ein E-Auto lieber mag als einen Synfuel. Wie sieht es mit der Ökobilanz aus? Sie haben, die Frage ist ja auch, wie viel Ökostrom hat man eigentlich? Kann man die E-Fuels vernünftig produzieren? Naja, wie gesagt, es ist im Gegensatz zur Direktstromnutzung sind es halt nochmal drei Verarbeitungsschritte mehr, die da notwendig werden. Wie rechnet man das in Windkraftanlagen? Und ich brauche dann für die gleiche Menge an Energie ungefähr das Fünffache an erneuerbaren Strom. Und das ist sozusagen, das ist halt das physikalische Problem und die physikalische Herausforderung an der ganzen Nummer. Weswegen ja sicherlich, ich meine, das hatte ja auch Werner Herrmann am Anfang gesagt, da brauchen wir über diese Fragen nicht diskutieren. Die Frage lautet ja dann eher, glaube ich trotzdem daran, dass wir große Mengen von E-Fuels sozusagen erzeugt bekommen. Und da, wie gesagt, da sage ich fände es gut, wenn wir große Mengen erzeugen, weil dann kriegen wir den Flugverkehr schneller sauber. Ich hatte auch überhaupt nichts dagegen, wenn die Unterquote bei Kerosin höher ist, als Frau Schwarzenlösutter das jetzt hier angekündigt hat. Warum nicht? Ja, lass uns die Tonnenanzahl ruhig verdoppeln oder verdreifachen gegenüber dem BMU-Vorschlag. Aber lasst uns nicht annehmen, dass da Dinge in den Himmel wachsen und dann auf einmal im Straßenverkehr landen können. Aber das Problem hat man ja bei der Elektromobilität auch ein bisschen. Also Frau Müller hat es gerade dargestellt, es dauert wahnsinnig lange mit den Ladesäulen. Das mit den Batterien ist auch so eine Sache. Die Gewinnung von Lithium, der Kobaltabbau, alles ist kritisch. Die Refuels sind da eher eine Regret-Technologie. Muss man da nicht doch versuchen, alle Kraft da reinzustecken? Ich meine, den Anlagenbau darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich bin da völlig d'accord, alle Kraft da reinzustecken. Ja,
Ich stelle nur fest, beim Thema Elektromobilität sind wir jetzt mittendrin in dem Markthochlauf. Also da ist ja, wenn man sich das anguckt, was Ende letzten Jahres auch passiert ist im deutschen Markt, das ist ja beeindruckend, da gebe ich Frau Müller völlig recht. Da hatten wir ja dann schon E-Auto-Quoten von über 10% und so. Nur sind wir bei den E-Fuels noch im homöopathischen Bereich. Und bei der Elektromobilität hat das ja auch 10 Jahre gedauert. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Elektromobilitätsdiskussion und 1 Million E-Autos bis 2020 und schaffen wir das nicht. Das war ja alles vor 10 Jahren und jetzt kommt der Markt so richtig. Ich denke, realistisch auf Technologieentwicklung anguckend, ja, das wird auch bei E-Fuel so sein. Ich kenne auch kein Bundesregierungsszenario, auch nicht vom BMW oder wem auch immer, der bis zum Jahr 2030 nennenswerte Mengen an E-Fuels sieht. Ja? Mhm. Und okay, insofern ist es schlicht und ergreifend so, was können wir jetzt technisch uns sozusagen da hinstellen? Und das wird vermutlich so laufen, dass es die Elektromobilität, die geht noch wahrscheinlich viel schneller, als wir denken bis 2030. Andreas Rimpusch, wie kommt man da raus aus dem homöopathischen Bereich? Offenbar gibt es große Grenzen, um überhaupt genug E-Fuels zur Verfügung zu stellen. Und wenn man dann eine relevante Menge hat, dann braucht man die für den Flugverkehr. Naja, ich komme aus Düsseldorf und bei uns trinkt man Altbier nicht nur zu Karneval, sondern das ist ein gutes Produkt. Das ist hochqualitätsvoll, es ist zu einem angemessenen Preis da und vor allen Dingen, das ist für uns wichtig, es ist immer verfügbar. Deswegen ist diese Diskussion, die wir führen um irgendwelche französischen Schaumweine, halte ich für eine ziemlich falsche Diskussion. Und es muss klar diese merkwürdige Champagner-Diskussion da. Also bei aller Liebe, also um das auf den Punkt zu bringen, was wir brauchen, sind Ambitionen. Ambitionen tatsächlich aus dem wirklich im Moment noch teuren Stoff das zu machen, was eigentlich ein Trinkwasser ist. Was wir kennen aus der Leitung, was uns jeden Tag geliefert wird, gut, sicher, mit einer hohen sogar Nahrungsmittelqualität, dietetisches Lebensmittel, wo wir unsere Produkte herstellen. Und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass in Düsseldorf, und Frau Müller weiß das als Düsseldorferin, dass unsere Brauereien in der Altstadt die Brunnen nicht mehr haben, aus Umweltschutzgründen. Das Leitungswasser ist sozusagen das Grundprodukt für das Brauwasser. Und das wird zwar nicht gebrauchen, weil das sich gerne hört, aber es ist der Fall. Deswegen, aber Herr Rimpus, da hat man lange, lange Erfahrung. Ne, da hat man ja lange, lange Erfahrung. Düsseldorf ist erfahren im Bierbrauen. Aber bei den E-Fuels gibt es noch nicht viele Erfahrungen. Es gibt offenbar technische Probleme. Wie kann man das lösen? Wie viel Zeit hat man? Naja, also viel Zeit werden wir nicht haben, weil wir haben 2050 uns verpflichtet, die Erderwärmung zu begrenzen, insgesamt mit allen Partnern maximal 2 Grad, am besten ans 1,5 Grad. Wir haben nationale Ziele, europäische Ziele, Effort-Sharing, Strafzahlungen, all die ganzen Mechanismen. Also da müssen wir schon ran. Und deswegen werden wir uns das nicht leisten können, in irgendeiner Fraktion etwas nicht zu tun. Ich bin Elektromeister vom Beruf und baue regelmäßig Stromnetze, wenn ich im Mandat bin, und ich darf sagen, die Zukunft liegt in den Molekülen und nicht nur in den Elektronen. Ich kann auch diese Diskussion rund um die Kupferplatte auch nicht mehr verstehen und muss ganz ehrlich sagen, als Fachmann, ich halte sie auch für fragwürdig. Ich glaube, dass wir Ambitionen brauchen. Deswegen ist das ja auch so toll, was wir mit Terra 2 haben. Schauen Sie mal, wo wir gestartet sind. Wir hatten tatsächlich 6-7%. Als wir auf 14 gesprungen sind, hat die Mineralwirtschaft gejammert, Hilfe, Hilfe, das schaffen wir alles noch. Dass wir 22% TAG-Absenkungsquote haben, das ist ein Riesenerfolg. Dass wir 28% sozusagen Mitverwendung haben, ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg, dass wir die Palmölrausquiesung tatsächlich jetzt hinterlegt haben, dass wir Kerosin mit drin haben, dass wir kommen von der Wasserstoffanrechnung Faktor 1 auf jetzt verdoppelt auf Faktor 2, den Strom von 4 auf 3. Das heißt, wir haben die Angleichung hinbekommen, von der immer gesprochen wurde, sozusagen das Level Playing Field herzustellen. Dass da noch mehr drin ist, das ist vollkommen klar. Wir merken in Europa, gerade die letzten Tage die Trans-E-Frage, also die transeuropäischen Netze in der Energiebereich. Da wird jetzt immer mehr gehen. Wir werden auch die gesamte Wertschöpfungskette brauchen. Also von der Erzeugung über den Transport, Klammer auf, die Speicher, die wir noch nicht haben,
über die Verteilung bis hin zu der Nutzung. Das wird ein gigantischer Effekt geben und das ist für eine Industrienation wie Deutschland von maßgeblicher Bedeutung, denn die Arbeitsmarktpotenziale, die da drinstecken, sind enorm und für mich als Sozialdemokrat natürlich sozusagen der Kern, das Wesen überhaupt aus der sozialen Bedeutung für Arbeitsplätze heraus, ökologische und ökonomische Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit abzubilden. Das muss das Ziel sein. Deswegen eine gigantische Aufgabe, wo wir viel Überzeugungskraft brauchen. Wir brauchen auch einen langen Atem. Und deswegen bin ich davon überzeugt, die Schritte 2025, 2030 sind nur Zwischenziele. Und schon morgen werden wir Debatten führen über Schnellladesäulen. Das ist heute im Kabinett gewesen. Heute Abend reden wir über das komische GAIK, also über die Ambitionsfrage bei der Frage, wie schnell kriegen wir in der Fläche Ladesäulen tatsächlich aufgebaut. Das ist jetzt etwas, wo wir auch zerren und politisch handeln müssen. Mir ist da nicht bange drum. Ich bin froh, dass wir bei der RED 2 jetzt wirklich so eine Ambition hinbekommen haben. Und ich persönlich wünsche mir jetzt noch, dass wir in der RED 2 vielleicht noch schaffen, dass wir bei Unterquoten vielleicht noch ein Stück weit was hinbekommen. Bin sehr der Meinung, dass wir genau zuhören müssen. Aber eins ist, und ich sage das dem Kollegen Thomas Barras ja nun auch regelmäßig, wir sehen uns ja nun auch regelmäßig an der Stelle und das auch in aller Freundschaft. Also wenn die Badische Weinbergschnecke, die tatsächlich 33 Kilometer im Jahr schafft, noch langsamer ist wie wir mit dem Netzausbau bei 34 Kilometern pro Jahr, dann ist etwas total schräg. Was wir nämlich mitbekommen, ist nämlich nicht nur, dass wir die Erneuerungsenergieanlagen haben, also Wind und Sonne, sondern wir brauchen auch die Netze dafür. Und Baden-Württemberg, lieber Thomas Barras, ist jetzt so nicht wirklich führend an der Stelle. Und wir versuchen übrigens auch alles gemeinsam, den Netzausbau sowohl stromseitig wie auch gasseitig nach vorne zu treiben. Aber da müsst ihr schon mitmachen. Also sozusagen nur zu jammern, ihr habt hier keine Leitungen. Naja, also, wir würden euch helfen wollen. Dann gehen wir doch mal nach Baden-Württemberg und direkt zu Winfried Herrmann. Soweit ich das verstehe, wollen Sie auch die E-Fuels gar nicht direkt in Baden-Württemberg herstellen. Aber lassen Sie uns ganz kurz noch bei dem Punkt und der Kritik bleiben. Ihr Parteikollege Cem Özdemir kritisiert die Bundesregierung dafür, dass sie die E-Fuels zu stark fördert. Der sagt, ohne eine Richtungsentscheidung hin zur Elektromobilität riskiert die Bundesregierung, dass die E-Mobilität im Glauben an das ferne Wunder, so formuliert er, der E-Fuels ausgebremst wird. Also, wir haben gehört, die Aufgabe ist gigantisch. Es gibt Menschen, auch in Ihrer Partei, die glauben nicht daran, dass das mit den E-Fuels so schnell geht. Patrick Reichen sagt auch, es gibt diese wahnsinnig großen technischen Hürden. Warum tun Sie sich diesen Streit eigentlich an, Inni Herrmann? Ich glaube, in allen Beiträgen ist klar geworden, dass wir in bestimmten Bereichen halt mit der Batterie nicht weiterkommen. Man kann mit der Batterie nicht fliegen, man kann auch nicht große Schiffe antreiben und Langstreckentransporte lassen sich auch wahrscheinlich schlecht machen mit Batterien. Deswegen suchen wir alternative Wege und wie gesagt, alle haben gesagt, für die Bestandsflotte brauchen auch was. Was Cem Özdemir angemerkt hat und was auch am Anfang übrigens auch aus dem Bundesumweltministerium als Einwand gekommen ist, dass das heißt, wir brauchen für die erneuerbaren Kraftstoffe so viel Energie, dass es die andere Elektrifizierung blockiert. Und dass es vielleicht in der Debatte um, wo geht es eigentlich hin in der Automobilbranche, dass das wieder aufgehalten wird nach dem Motto, wir haben ja eine Alternative, ihr dürft alles weitermachen wie bisher. Meine Erfahrung in Diskussion mit der Automobilbranche, und zwar nicht mit irgendjemand, sondern mit führenden Managern und auch übrigens führenden Gewerkschaften, die in den Aufsichtsräten sitzen, ist, in der Automobilindustrie weiß man, was die Stunde geschlagen hat und dass das Klimaschutzziel zwingend dazu führt, dass wir zu klimaneutralen Antrieben kommen müssen und dass die batterieelektrische Form derzeit für PKWs natürlich mit Abstand die effizienteste ist. Also da will ich gar keine falschen Diskussionen aufkommen lassen. Aber ich will ein bisschen daran erinnern, gerade weil ich Patrick Reichen auch schon sehr lange kenne. Am Anfang haben wir sogar gegen die Photovoltaik was gehabt, weil die hatte einen Effizienzgrad von um die 10%. Haben wir gesagt, was ist denn das für eine Technologie? Und viele haben das schon für ganze Zukunftsmusik gehalten. Heute wissen wir sind bei 30% Effizienz, sagen, boah, das ist der Bringer, wir brauchen mehr davon. Bei der Windkraft ist es so, dass wir tatsächlich ziemlich ins Stocken geraten sind. Das ist jetzt aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir praktisch überall, wo ein Windrad geplant ist,
mindestens ein paar Rotmilane auftauchen. Also eine seltene Art kommt praktisch dauerhaft überall vor. Also es gibt ständig diese Einwände plus die 1000 Meter Abstandsregelung, die die CDU in Baden-Württemberg und auf Bundesebene ja unbedingt reingetrieben hat. Die ist extrem hinderlich beim Ausbau. Aber klar ist, es ist absolut unbefriedigend. Und jetzt sage ich es generell. Wir müssen in Deutschland die erneuerbaren Energien ausbauen. Denn man könnte auch zugespitzt sagen, egal ob wir über welche Technologie sprechen, alle diese Technologien brauchen sehr viel neue erneuerbare Energie. Und die müssen wir in Deutschland überall schaffen, wo es geht. Aber ich sage auch dazu, wenn wir den Mobilitätsbereich anschauen, da haben wir ja über 90% Import der Energie für Bewegung. Die werden wir nicht durch Windräder in Deutschland ersetzen können. Das ist gänzlich unmöglich aus meiner Sicht. Deswegen brauchen wir auch die erneuerbare Energieproduktion in anderen Ländern und müssen da Energiepartnerschaften eingehen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit war ursprünglich ja geplant mit dem Staatssekretär aus Baden-Württemberg, der ja auch in einem Projekt beteiligt ist, wo man sowas macht. Also ich glaube, das ist zwingend, dass wir das jetzt anfangen müssen, weil ich Patrick Greichen recht gebe. Wir haben heute noch wenig Kapazitäten und es dauert lang, bis wir sie haben. Umso dringender ist, dass wir jetzt schieben und machen und Perspektiven setzen, die für Investoren kalkulierbar sind. Deswegen werbe ich ja auch für diese Mindestquote bei der Beimischung. Von mir aus auch mehr bei Kerosin, aber auch im PKW-Sektor, um einfach zu höheren, ich sag mal, zu höheren und größeren Anlagen zu kommen, die dann zu einer Effizienzsteigerung führen. Und natürlich setze ich auf eine Effizienzsteigerung. Und das ist, glaube ich, zwingend, sonst schaffen wir das nicht. Ich will aber noch einen ganz anderen Gedanken einbringen. Wenn wir über die Verkehrswende sprechen, dann rede ich immer über die Antriebswende, also erneuerbare Energie für den Antrieb, aber auch eine Mobilitätswende, eine andere Mischung. Denn im Moment haben wir ja eine extrem ineffiziente Mischung. Sehr viel Individualverkehr verbraucht sehr viel Ressourcen, sehr viel Energie in der Fortbewegung. Da müssen wir auch umschichten, also weniger individuellen Verkehr, mehr kollektiven Verkehr und damit die effizientere Transportquote hinbekommen. Ich sage es jetzt abstrakt. Aber gemeint ist natürlich schon, dass wir, so wie wir jetzt das System haben, brauchen wir zu viel Energie, wenn wir das einfach, wenn wir quasi den Motor oder das Benzin austauschen, das wird nicht reichen. Also wir müssen schon auch im System sparen. Und ein letzter Punkt, die Investitionen, ich habe es Anfang angesprochen, die sind so groß, dass man da nur einsteigt, wenn man eine klare Perspektive hat. Und deswegen bin ich ja auch für diese Unterquote, dass man ausrechnen kann, wie viel wird in den 10 Jahren abgenommen. Denn wir sind ja im Gespräch mit der Wirtschaft, wir wollen eine Demonstrationsanlage aufbauen, die schon fast industriellen Großproduktionscharakter hat. Die kostet schon 500 Millionen. Wahrscheinlich ist sie in Karlsruhe bei Miro. Und das wäre dann die erste industrielle Großanlage. Dafür brauchen wir von heute an gerechnet 5 Jahre. Und alle Experten sagen, weitere 10 Jahre werden wir brauchen, um im größeren Maßstab überhaupt anzufangen mit diesen Raffinerien und mit dieser Produktion. Und umso dringlicher ist, dass wir da jetzt anfangen und einsteigen, Quoten setzen und damit Absatzgarantien sicherstellen, damit die Investition stattfindet. Und deswegen glaube ich, ich gebe gerne zu, dass die Debatte um RED II und die Umsetzung. Und danke an die Kollegen von der SPD. Ich glaube, wir haben da schon viel bewegt durch unsere Debatten, nämlich der Beschluss des Kabinetts ist deutlich besser als das, was am Anfang war. Aber weitermachen. Hildegard Müller, wir müssen darüber reden, wie man denn jetzt zu diesen E-Fuels kommt, in welchen Mengen dann auch immer. Aber man muss ja diese technischen Grenzen offenbar überwinden. Was muss ich also aus Ihrer Sicht genau tun? Also ich glaube genau das, worüber gerade geredet worden ist. Ambitionsniveau. Und was ich so merkwürdig finde, überall sprechen wir von Ambitionsniveau. Wir sprechen von der hohen Ambitionen beim Thema Elektroauto, bei der Energiewende, bei der Verkehrswende und bei vielen anderen Dingen. Ja, machen wir das konkret.
Ja, also hier sind wir nicht so ambitioniert. Deshalb ist es ja wichtig, ich habe das bereits am Anfang gesagt, auch zum Beispiel das Thema Produktion im Ausland sich anzusehen, wo Wind und Sonne im Überfluss vorhanden ist. Und lieber Herr Greichen, die kleine Reaktion sei gestattet. Es ist eben nämlich nicht Effizienzfaktor 5 überall, sondern es gibt von Frontier und anderen auch Gutachten, die sagen, im Ausland auch Effizienzfaktoren von 1,6. Oder es gibt auch Studien, was das Thema nennenswerte Mengen angeht, von der DENA, die durchaus auch Optionen in diesen Bereichen sehen. Ich will ja, also wenn wir nicht auseinander sind, dann verstehe ich nicht an diesem Punkt, warum wir das Ambitionsniveau nicht wirklich höher setzen. Und ich kann Ihnen jetzt keine genauen Mengen sagen, Frau Gerstmann, aber das ist jetzt der zentrale Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Wenn wir heute dieses Ambitionsniveau nicht einfordern, wie ist das mit den Flottengrenzwerten, wie ist das mit vielen anderen Themen gewesen? Da hat man sich zu mutigen Zielen bekannt, hat die auch gesetzt und hatte damals auch damit auch etwas, was man angestrebt hat. Und in diesem Bereich muss man das auch tun. Und Thomas Barres, was denken Sie? Wir haben jetzt mehrfach gehört, dass man auch ins Ausland gehen muss und auch dort sozusagen Anlagen womöglich aufbauen muss. Was denkt das Wirtschaftsministerium da an? Was ist möglich? Also ich will mal vorweg sagen, weil der Winnie Bachermann ja der SPD so gedankt hat, lieber Winnie, wir haben auch sehr stark dafür gekämpft, dass die RED II so kommt. Also anfangs war sie etwas anders gebaut. Und ich glaube, der große Treiber der Bundesregierung war vor allen Dingen auch so BMW und BMVI heraus. Wir haben da immer versucht, das Thema voranzutreiben, weil wir genau gesagt haben, wir brauchen, um die Energiewende auch in die Mobilitätswende reinzubringen, brauchen wir einen ganz, ganz breiten Ansatz. Wir müssen nicht nur auf Elektromobilität bauen, das machen wir sowieso, da sind wir sehr stark unterwegs, sondern brauchen auch andere Antriebsstränge und Antriebstechnologien. Also das Thema Wasserstoff muss eine ganz große Rolle spielen, der Markt muss eine große Rolle spielen. Bernd Westphal hat es ja gesagt und wie gesagt, wir haben da jetzt 1,5 Jahre auf die RED II gewartet, wir hätten da wesentlich früher anfangen können. Zum letztmöglichen Zeitpunkt wurde es jetzt eingebracht, die RED II, und wir haben sie nochmal verbessert, wie der Andreas Rimkus gesagt hat. Wir haben diese Hochrechnung nochmal mit Elektromobilität etwas runtergezogen, für Wasserstoff etwas hochgezogen. Das war dringend notwendig, sonst hätte nämlich das Thema Wasserstoff gar keine Chance gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Also insofern haben wir da wirklich also auch das Schlimmste, was das BMU da eingebracht hat, nochmal verhindert. Und ich glaube, dass wir da jetzt auf dem Weg sind, wo die grüne Wasserstoff auch selber eine Chance hat, überhaupt zu bestehen. Okay, Thomas Barres. Ich muss schon sagen, ich finde, das ist mir auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass man auch wirklich von Rainer sagen muss, das ist ja, das ist mir auch noch wichtig, dass bei manchen hat man immer das Gefühl, dass es nicht um das Ziel CO2-Einsparen geht, sondern es geht darum, diese Technologien zu fördern. Mir geht es darum, CO2 einzusparen, da muss die beste Technologie entsprechend auch zum Einsatz kommen und dazu brauchen wir die Grundlagen auch dann, die politisch dann auch gesetzt werden und wir brauchen auch da in den nächsten Jahren E-Mobilität, genauso wie die E-Fuels, auch Brennstoffzellen werden eine Rolle spielen. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und welches ja auch vorhin angesprochen worden ist. Und das war auch noch ein wichtiges Thema. Es ist so, Andreas Rimkus hat gesagt, dass ja die Windräder nicht gebaut werden in Baden-Württemberg. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal dann vor Ort, wenn es darum geht, Windräder zu bauen, sowohl grüne, rote, schwarze, auch alle Farben da sind und Windräder verhindern wollen. Ich glaube, wir haben gemeinsam eine ganz, ganz große Verantwortung, dass wir diese Windräder und die Leitungen bauen. Thomas Barres, wir sind bei dem Punkt, woher können die synthetischen Kraftstoffe kommen? Woher könnten Sie zum Beispiel importieren? Ja, liebe Frau, das haben wir schon eigentlich zu Beginn schon eigentlich mehrfach von allen Seiten beantwortet. Ich glaube, die Wasserstoffmengen, die kommen sicherlich teilweise aus Deutschland. Wir haben jetzt ja gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren auch Pilotanlagen in Deutschland aufbauen, um zu zeigen, dass es funktioniert. Das machen wir auch jetzt ja mit unseren Reallaboren. Aber wir werden natürlich auch einen Teil natürlich im Ausland in den nächsten Jahren Schritt für Schritt aufbauen. Wir haben da schon Kooperationen auch mit dem arabischen Raum. Wir haben auch Nordafrika hier auch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube auch, das wäre eine Möglichkeit, nicht nur, sage ich mal, Energiepartnerschaften zu bauen, auch dort Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, dass Menschen eine Perspektive haben. Also insofern sind ja solche Handelsbeziehungen eine ganz, ganz wichtige Grundlage, auch um Wohlstand zu generieren. Also deshalb gibt es da sicherlich eine ganz, ganz wichtige, sage ich mal, auch große geopolitische, auch nochmal Notwendigkeit, da entsprechend auch diese Anlagen, diese Kooperation aufzubauen, weil wir auch uns klar sein müssen, dass natürlich mit diesen Anlagen natürlich auch mehr Wertschöpfung in die Länder gezogen wird, ja, und natürlich auch vieles von uns abwandern kann. Ich sage, die Chemiebranche, auch die wird sich auch nächsten Jahre fragen, wo geht sie hin? Also insofern haben wir da schon auch nochmal einige Herausforderungen vor uns. Und ich glaube, dass wir hier wirklich auch diese Partnerschaften brauchen, um entsprechend, wie gesagt, den grünen Wasserstoff zu kriegen. Und ich wollte auch sagen, um einen Punkt aufzugreifen, ich glaube, in manchen Bereichen müssen wir, um das schnelle Hochfahren der Technologien hinzukriegen, müssen wir auch mal für einen ganz kleinen Zeitraum vielleicht auch überlegen, ob wir noch auch andere Farben nutzen können. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr umstrittene Frage auch. Und da gibt es auch. Oh, jetzt sind Sie bei den Fragen eingefroren, bei den verschiedenen Farben des Wasserstoffes. Das war wahrscheinlich die BU wahrscheinlich ein bisschen hier Störfeuer gemacht, hier aus dem Nachbarhaus wahrscheinlich.
Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass wir auch für die das Hochfahren, ja, gewissen Zeitraum durchaus ist auch den grünen Wasserstoff komplett einsetzen, dass wir eine Zeit lang auch durchaus andere Farben nutzen könnten, um das wirklich auch dann wirklich auch schnell das Hochlaufen auch zu gewährleisten und auch wirtschaftlich zu gewährleisten und damit dann auch natürlich das Gesamtprojekt auch dann für die Menschen bezahlbarer zu machen, weil auch da zeigt sich, alle sind für Klimaschutz, aber im Bereich Gebäude haben wir es ja ganz konkret gesehen, wenn es darum geht, dass die CO2-Bepreisung auch an den Mieter oder Vermieter gegeben wird. Dann kommt der große Streit und bei der SPD war da auch dann gleich mal, nee, die Mieter dürfen nicht zahlen, was ich nachvollziehen kann, aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn es nicht konkret wird, muss auch entsprechend anhand gehandelt werden und müssen Verantwortlichkeiten auch dann gegeben. Okay, Thomas Bareis, wir sind hier noch beim Realitätscheck und ich gehe noch mal zu Patrick Greichen. Die Frage ist, welche technischen Probleme muss man da eigentlich überwinden? Wie kann zum Beispiel der synthetische Kraftstoff dann transportiert werden? Ja, wenn er einmal Kraftstoff ist, kann man ihn leicht transportieren. Dann machen wir das so, wie wir es jetzt machen mit den Schiffen. Der Punkt ist, dass ich aus dem, erstmal muss ich die Wind- und Solaranlagen bauen, und zwar in rauen Mengen, in Marokko oder irgendwo in der Nordsee, wo auch immer sozusagen da jetzt die Flächen sind. Dann muss ich dann das Ganze durch einen Elektrolyseur schicken, dann habe ich meinen Wasserstoff. Und dann brauche ich noch das CO2 irgendwo her, damit ich daraus dann einen synthetischen Kraftstoff mache. Dieses CO2 hole ich mir dann aus der Luft, damit es wirklich klimaschonend ist. Diese Direct Air Capture Anlagen sind noch absolut in den Kinderschuhen. Ich finde das richtig, dass wir das entwickeln. Das wäre auch eine gute Innovationsoffensive für den Standort Deutschland, das Direct Air Capture hier der Maschinenbau in Deutschland. Aber sozusagen da, das ist die nächste Herausforderung. Und dann habe ich da das CO2, ich habe den Wasserstoff und dann muss ich das Ganze durch eine frische Tropfanlage noch schieben und komme dann eben am Schluss mit meinem Kraftstoff raus. Mhm. Und das sind dann einfach diese fünf verschiedenen Ebenen. Jetzt hat Frau Müller gesagt, die Effizienz sei ja gar nicht so schlecht. Also ich habe mir diese Frontier-Studie angeguckt, aber also die haben mal eben kurz Effizienz umdefiniert und gesagt, dadurch, dass die erneuerbaren Energienanlagen jetzt weniger Platz brauchen als früher, um die gleiche Menge Strom herzustellen, seien sie effizienter geworden, kann man so definieren. At the end of the day bleibt, wenn ich aus erneuerbaren Strom am Schluss einen Kraftstoff mache, dann verliere ich along the way etwa 80% des Stroms. Und diese Herausforderung geht nicht weg. Deswegen ist immer der elektrische Stromeinsatz der günstigere, wird ewig so bleiben. Und die spannende Frage ist letztlich nur, was kriege ich wie schnell hochgefahren? Und da, ich bin ja ein großer Fan von schnellem Hochlauf von Klimaschutztechnologien. Also ich bin nur auch dafür, dass wir uns jetzt nicht Traumtänzereien hingeben. Mhm. Deswegen ist es genau das der Job, diese Balance herzustellen. Bevor wir zum Publikum kommen, Andreas Rimkos, sagen Sie uns nochmal, es hat ja schon große Projekte gegeben, das Wüstenstromprojekt Desertec, da waren große Unternehmen dran beteiligt und dann ist es aber doch versandet. Was macht Sie so zuversichtlich, dass man das schaffen kann? Was mich zuversichtlich macht, ist, dass wir 30 Jahre nach dem Schlussbericht der Nord-Süd-Kommission sind, Willy Brandt und Olof Palme, die sehr deutlich gezeigt haben, wie es gehen kann. Wenn man nämlich auf partnerschaftlicher Höhe arbeitet und Kolonialismus und auch Neokolonialismus von beiden Seiten sozusagen weglässt. Es kann nicht sein, dass wir nicht importieren. Wir haben Handelsbilanzüberschüsse, sage ich mal als Wirtschaftspolitiker. Ich glaube, ist ganz gut, wenn wir auch aus anderen Gründen Energien beziehen. Ich möchte, dass die Amerikaner mit der 6. Flotte nicht mehr im Mittelmeer patrouillieren müssen. Ich möchte, dass wir einen Energiemarkt bekommen, einen weltweiten, der auch eine Chance hat, demokratisiert zu werden, sozusagen eine andere Dimension noch hebbar wird, die man auch in Euros umrechnen kann, nämlich eine Friedensdividende. Möglicherweise müsste man das auch nochmal einpreisen. Das ist vielleicht mal eine ganz spannende Frage, die da gestellt werden muss. Ich stelle diese Frage sehr offen und sehr deutlich, was aber dann bedeutet, dass wir eben nicht nur auf Import setzen. Und das ist genau, Thomas Bareis, ja das Problem, dass man das Gefühl bekommt, und das ist auch wirklich real, das höre ich auch immer wieder, da wir bei uns die Windanlagen nicht haben wollen, nicht aufstellen, nicht hinkriegen und da wir ja in dieser Effizienzdebatte uns verhaftet haben,
machen wir und Leitungen, weil wir auch nicht haben. Und Speicher, gibt das, das sehen wir auch nicht. Und die neuen Technologien, deswegen setzen wir auf den kompletten Import und vergessen dabei, dass wir heimische Möglichkeiten haben. Bei uns zu Hause gibt es sehr viel Sonnenblumen, es gibt sehr viel Raps und es gibt sehr viel Zuckerrüben. Wenn es nach der reinen Wirtschaft, nach der reinen Lehre gehen würde, des Wirkungsgrades, dürften die keine Chance haben, weil die Sonnenenergie, die uns sozusagen auf die Felder scheint, wird nur zu 2% genutzt. Also eine sehr ineffiziente Art und Weise, Energien zu sammeln. Aber niemand würde behaupten, dass das falsch wäre, das zu tun, sondern wir leisten uns den Luxus. Warum? Weil Sonnenlicht eben unbegrenzt da ist. Also sonst müssten wir überall Photovoltaikfelder aufbauen, die hätten ja einen Wirkungsgrad von 20-30%. Also geht es um was anderes, es geht um Effektivität. Meine Fraktion hat vorgeschlagen, dass die Inverkehrbringung von synthetischen Kraftstoffen für diejenigen, die Fahrzeuge in Verkehr bringen, auf deren Flottenemissionen angerechnet werden. Svenja Schulze hat vorgeschlagen, dass wir Stahl, der aus grüner Produktion, also über die Direktreduktion, also mit Wasserstoffeinsatz, CO2-freier Stahl, dass der eine Anrechenbarkeit bekommt in der Frage der Verwendung im Fahrzeug. Fahrzeuge sind ja nun häufig aus Stahl gebaut. Das wäre doch eine wunderbare Lösung. Und wenn Patrick Reichen recht hat, und ich glaube auch, dass das kommen wird, wir werden eine Carbonwirtschaft ja weiter brauchen. Deswegen ist es ja auch falsch zu sagen, wir wollen dekarbonisieren. Richtiger wäre zu sagen, wir wollen defossilisieren. Okay. Was wir bekommen, Einsatz bitte noch, Frau Gerstmann. Möglicherweise kann man das Carbon benutzen, um dann anschließend noch Kohlenstofffasern zu machen. Das heißt, wir können ganz neue Kreislaufwirtschaften hinbekommen. Das ist übrigens Sektorkopplung at its best. Dazu braucht es allerdings ein bisschen Fantasie und ein bisschen den Mut, von den eigenen Standpunkten ein bisschen abzurücken und mal so wie ich als Elektriker zu sagen, die Zukunft könnte auch im Gas liegen und nicht nur im Strom. Hildegard Müller guckt gar nicht glücklich. Frau Müller, ich gebe Ihnen noch mal kurz die Möglichkeit. Ja, nein, weil mich das Thema Traumtänzerei gerade wirklich sehr geärgert hat. Wir haben Länder, auf denen stehen erneuerbare Energien wirklich en masse zur Verfügung. Und wenn ich zum Beispiel auf die nordafrikanische Situation blicke, auf Marokko, auf Tunesien, auf Ägypten, die treten gerade an uns heran und fragen, habt ihr Interesse an Investitionen in Großanlagen? Das meinte ich damit, jetzt wird der Weltmarkt verteilt. Und wenn wir zum Beispiel eine Mindestquote setzen würden für Wasserstoff, für E-Fuels, das ist ja eine Forderung von uns, das im Gesetzesentwurf auch noch nachzubrechen, dann würden wir auch entsprechende Marktsignale hier an diese Region geben. Dort gibt es größere Effizienzen. Herr Renkus, ich freue mich über jeden in Deutschland erneuerbar erzeugten Strom, aber wir gehen in eine elektrische Welt hinein, in ganz viele Bereiche hinein, sodass ich jetzt nicht das Gefühl aufrechterhalten würde, wir würden es in Deutschland alleine schaffen. Aber es ist bei so vielen Rohstoffen passiert und erneuerbare Energie gehört für mich als Rohstoff jetzt quasi mit dazu. Da haben wir zugelassen, dass Weltmarktanteile verteilt werden. Und wenn wir jetzt nicht ambitioniert sind, ich bleibe dabei, und Herr Greichen, Sie sind sonst so mutig und so ambitioniert, da sprechen Sie auch nicht von Traumtänzerei. Also, dass ich Ihnen mal vorwerfen muss, sozusagen nicht ambitioniert geworden, das hätten wir auch in den letzten 15 Jahren nicht gedacht. Ja, verkehrte Welt, meinen Sie? Bereichen hier wirklich, lassen Sie uns auch in diesen Bereichen jetzt über diese Marktpotenziale, die sich dort bieten, und die haben höhere Effizienzgrade, und das liegt dann nicht nur daran, dass die Anlagen irgendwie kleiner, größer oder sonst irgendetwas sind. Jetzt steht das zur Verfügung und die Debatte. Und wir werden diesen erneuerbaren Strom und diese Energie werden wir ja, egal für welche Industriebereiche, brauchen. Europa wird ein Industrieland bleiben wollen. Und deshalb ist es extrem wichtig, sich diese Potenziale jetzt mitzusichern. So, und meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu Ihren Fragen. Da sind eine Menge Fragen aufgelaufen und ich würde Sie bitten, möglichst kurz zu antworten. Die erste Frage geht an Sie, Patrick Reichen. Was sagen Sie den Nutzern von fossil angetriebenen Fahrzeugen, wie lange Sie diese noch fahren können? Wer sich heute für ein solches Fahrzeug entscheidet, muss das ja wissen. Wohnmobile zum Beispiel seien ja welche, die lange gefahren würden, gerade sehr im Trend. Ja, also ich denke, das werden am Schluss die Städte entscheiden. Also das hat man ja jetzt schon verschiedentlich gesehen. Paris hat gesagt, es gibt einen Zeitpunkt 2035, dann kommt hier kein fossiles Auto mehr rein, andere Städte auch. Sodass ich da für jeden, der in den nächsten Jahren sich noch einen Verbrenner kauft, denke, das kriegt ihr schon noch ausgefahren.
jemand, der sich im Jahr 2032 noch einen Verbrenner kaufen will, das könnte eng werden. Ja? Also insofern, die nächsten 5 Jahre noch safe, danach wird es langsam wackelig. Okay. Bisher werden diese CO2-neutralen Kraftstoffe von der EU nicht als CO2-Reduktion im Bereich der Flottenemissionen anerkannt. Wie kann man das ändern? Die Schweiz hat es bereits vorgemacht. Ja, das ist, da wollte ich gerade drauf eingehen, weil das auch Herr Rimkus vorgeschlagen hat. Mhm. Da bin ich dezidiert dagegen, weil es nämlich genau das, was hier gerade behauptet wurde, dass Elektromobilität und alternative Kraftstoffe ja keine Konkurrenz seien, nämlich genau das macht. Die CO2-Flottengrenzwerte sind dazu da, die Elektromobilität in den Markt zu kriegen. Das ist ihre Hauptfunktion. Da werden wir sogar noch nachschärfen müssen, weil die 50%, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, uns ja nicht dahin bringt, dass wir die entsprechenden EU-Klimaschutzziele auch tatsächlich erreichen. Und das ist der Job. Dann können wir daneben noch diskutieren über E-Fuel-Quoten. Und da bin ich ja sehr offen, was das ganze Thema Kerosin angeht. Und wenn jetzt hier am Schluss bei rauskommt, dass das in der RED2-Richtlinie weniger Biokraftstoffe erste Generation und mehr E-Fuels machen, dann habe ich da auch nichts dagegen. Aber was wirklich fatal wäre, weil es eben nichts für den Klimaschutz bringt, sondern nur weggeht sozusagen von dem Elektromobilitäts-Push, das wäre die Anrechnung auf die CO2-Flottengrenzwerte. Das darf nicht kommen. Okay, zwei verschiedene Positionen hier unter den Diskutanten. Frau Gerstmann, darf ich dazu auch noch was sagen? Sehr gerne. Wir haben ja bisher eine sehr einseitige Diskussion bezogen auf das Auto als Verursacher der Probleme. Und man muss ja schon sagen, über Flottengrenzwerte wird das Auto getrieben, besser zu werden. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass die Mineralölwirtschaft quasi aus der Verantwortung rausgenommen wird. Ich meine, die haben ja ein Geschäftsmodell, was eigentlich in 30 Jahren tot ist. Deswegen ist es ja geradezu ein Hilfsprogramm, mit denen sagt, ihr müsst euren Anteil an synthetischen Kraftstoffen auf erneuerbare Basis bringen. Und insofern, glaube ich, muss man die Verantwortlichkeit einerseits bei denen, die die Mineralöle in das System bringen und damit ein CO2-Problem erzeugen, die müssen wir genauso adressieren wie die Maschinen erzeugen, mit denen es dann eben ausgestoßen wird. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Barreis. Haben Sie eine Strategie für den Hochlauf alternative Kraftstoffe? Wenn nicht, warum nicht? Herr Barreis? Ah, man hört Sie nicht? Ich hab die Frage leider nicht gehört. Haben Sie eine Strategie für den Hochlauf alternative Kraftstoffe? Wenn nicht, warum nicht? Das erste Wort, was war das nochmal? Warum nicht? Haben Sie eine Strategie für den Hochlauf alternativer Kraftstoffe? Ja gut, das Hochlaufen geht ja dadurch, indem wir sagen, wir machen der RED2 haben wir ja den ersten Ansatz gemacht, dass wir sagen, wir haben ja klare Quoten, die wir dann entsprechend dann auch entsprechend vorgeben und das wird ja entsprechend dann auch das den Markt dann auslösen. Wir werden dann auch entsprechend dann auch Stück für Stück dann mehr dann auch durch den grünen Wasserstoff einerseits in der Produktion dann erleben, dass der Umstieg auf CO2-Freiheit kommt und wie gesagt in der Quotierung. Und ich glaube, dass wir da auch mehr tun müssten eigentlich und dadurch die dann den Umstieg dann auch entsprechend Stück für Stück auch angehen. Ja. Also ich glaube, dieser Fahrplan muss klar erkennbar sein, muss auch verlässlich sein im Übrigen auch. Ich meine, es gibt ja auch die Frage der Green Deal-Diskussion, die wir jetzt haben, wo ja nochmal verschiedene, auch neue CO2-Reduktionsziele nochmal definiert werden. Das ist natürlich auch etwas, was für die Automobilbranche enorm schwer ist, weil natürlich die Automobilbranche sich auf gewisse Dinge eingestellt hat, auch was die Flottenziele angeht. Ah, man hört Sie ganz schlecht, Herr Barreis. Die Vorbereitung muss ja auch schnell schwer. So, und das ist eine Frage, die stelle ich einfach mal weiter an Winfried Herrmann. Was hilft es dem Klima, wenn Ladestrom doppelt auf die Treibhausgasquote im Kraftstoffmarkt angerechnet wird? Das ist doch ein Taschenspielertrick. Am Anfang war es ja, glaube ich, sogar vierfach die Anrechnung beim ersten Entwurf. Und das hat uns ja wirklich sehr geärgert, weil das sozusagen überdimensional die Elektromobilität mit Batterien bevorzugt und eigentlich rechnerisch natürlich, das hilft zwar, das zu verbilligen und es anzustoßen, aber es hilft nicht, CO2 einzusparen. Also
diese vermehrten Anrechnungen sind ja Anreizsysteme. Und Anreizsysteme, um was zu verändern und in der Veränderung dann einen Beitrag zum Klimaschutz zu bringen. Das kann man phasenweise machen. Deswegen sage ich auch, dass der eine Weg, der andere Weg ist aber, indem ich eine Quote setze, wo ich damit auch ein klares Ziel erreiche. Deswegen schließt sich das für mich nicht aus, sondern das muss man zusammendenken, dann macht es Sinn. Und hier kommen zwei, das nehmen wir mal als Statement, ist unser erneuerbarer Strom nicht viel zu wertvoll, um ihn mit riesigen Verlusten zu Treibstoff zu machen, solange dafür ein Braunkohlekraftwerk länger laufen muss, um den restlichen Strombedarf zu decken? Oh, Moment, jetzt habe ich, bringt es für das Klima nichts. Nehmen wir mal als Statement. Das ist eine Forderung, die niemand anders sieht. Also keiner erwartet ja das Braunkohle, sondern es geht ja natürlich um die gesamte Lieferkette und das zu machen. Insofern sehe ich hier keinen Widerspruch, aber das zeigt halt, wie ambitioniert das Thema ist, wenn wir in eine Gesellschaft gehen, der CO2-Neutralität, die auf erneuerbaren Energien beruht. Der zeigt das ja am Ende des Tages, dass wir genau diese Schritte gehen müssen und nicht in konventionellen Energien dann auch verharren können. Und hier kommt eine Frage an Patrick Reichen. Welche Perspektive hat die Elektromobilität weltweit? Sollten Saudi-Arabien und andere ölproduzierende Länder nach 2030 die Weltmärkte mit synthetischen Kraftstoffen fluten? Also da freue ich mich drauf, wenn die Weltmärkte mit synthetischen Kraftstoffen geflutet werden. Dann werden wir dann sehen, wie das Technologiewettrennen ausgeht. Ich persönlich bin da sehr überzeugt, dass das Technologiewettrennen beim Pkw, das ist entschieden, das werden die E-Autos werden, weil einfach die Kostenvorteile des E-Autos gigantisch sind. Und deswegen habe ich da persönlich keine Stakes. Am Schluss geht es darum, dass die CO2-Minderung stattfindet. Erwarte aber schlicht sozusagen, dass da im Jahr 2050 noch ein paar Oldtimer rumfahren mit E-Fuels. Alles andere wird elektrisch sein. Andreas Rimkus, warum wird nicht noch stärker der Ausbau der E-Mobilität gefördert, die effizienter ist als E-Fuels in Pkw? Wäre ein Antriebsaustauschprogramm nicht sinnvoller und günstiger? Machen wir, wenn wir von Elektromobilität reden, auch hier im Panel, meint man ja immer die Batterieelektrik. Das ist natürlich nur der eine Pfad. Der andere Pfad ist tatsächlich über Brennstoffzelle, Wasserstoff, aber auch mit anderen Stoffen etwas zu machen. Wir kommen übrigens auch bei der Frage der Gase. Ich selber habe schon Erdgasfahrzeuge gefahren, fahre Elektrofahrzeuge, auch Wasserstofffahrzeuge. Aber das ist richtig, der Antriebsstrang, das wird gefördert. Und das ist auch angelegt so. Deswegen haben wir eine Antriebsstrangförderung, nämlich die Förderung von elektrischen Antrieben. Das sind die Plug-in-Hybride, das sind die Batterieelektrik, die BEVs, aber auch die Brennstoffzellenfahrzeuge. Das ist auch gesetzlich so da und das ist erfolgreich. Ich sehe nicht, dass wir schlechte Zulassungszahlen haben. Was wir jetzt aber noch benötigen, ist tatsächlich sowas wie eine E10-Sprit-Anförderung. Warum sollte man nicht E20, E30, E100-Sprit bekommen, der dann auch notwendig ist, um bestimmte Ziele auch zu erreichen, nämlich insbesondere die THG-Minderungsziele, die wir haben. Ich glaube, dass wir Technologien an der Stelle benötigen und die Chance dafür ist da. Wir müssen natürlich noch Ineffekte verhindern. Wir müssen gucken, dass wir nicht die falschen Anreize setzen. Es geht vor allen Dingen auch um Arbeitsplätze. Es geht auch darum, Maschinenanlagen dann auch weltweit verkaufen zu können. Wer das Rennen macht am Ende, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Technologie das Rennen machen wird, die dann am besten und am günstigsten zur Verfügung steht. Ich nehme zur Kenntnis, dass ein schwäbischer Automobilhersteller von so kleinen Flaggenfahrzeugen in Chile jetzt ein Programm auflegt, um den Sprit für den Rennsport sozusagen nachhaltig zu bekommen. Ich nehme zur Kenntnis, dass in Afrika wahrscheinlich nicht überall Stromleitungen sein werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass Schwerlastantriebe da sind. Im Übrigen nehme ich auch zur Kenntnis, dass ich auch von Patrick Reichen gerade erfahren habe, dass bei den Lkw-Flottenzielen das Ziel ist, auch die zu elektrifizieren, weil die Flottenemissionsziele genau dafür nach seiner Aussage ja sozusagen der Hebel sein sollen. Ich glaube aber, dass wir gerade bei den Nutzfahrzeugen etwas anderes sehen werden.
Bitte sehen Sie es mir nach, aber ich glaube, das Oberleitungsgüterverkehr, den kenne ich bei uns in der Region, das nennt sich Schiene. Und ich finde, da sollte man eher mal rangehen, genau das ausbauen, was wir in Elektromobilität auch schon haben. Und dann gibt es noch andere Fraktionen, die wir heute angesprochen haben, Schiffsverkehr. Wenn ich auf den Rhein drauf gucke, da sind viele Binnenschiffe, den Seeverkehr, Flugzeuge haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen aufhören, nur im Pkw-Bereich zu denken. Ich glaube, die Inverkehrbringung von elektrischen Kraftstoffen, synthetischen Kraftstoffen und auch Brennstoffen hilft uns in allen Bereichen. Und der Markt wird dann entscheiden, wo was verwendet wird. Okay, wir kommen zur nächsten Frage, Herr Rimkus. Und zu Winnie Herrmann. Wie bewerten Sie den möglichen Einsatz von klimaneutralem Biomethan im Lkw-Schwerverkehr? Welche Potenziale sehen Sie hier? Das knüpft ja an Andreas Rimkus an. Also ich glaube, dass da noch mehr geht, als auch die neue Richtlinie der Bundesregierung aussagt. Wobei klar ist, also wir wollen keine altes Biogas oder Bioöl haben. Das ist sehr begrenzt. Also das, was aus dem landwirtschaftlichen Sektor kommt. Wir wollen ja die sogenannten fortschrittlichen Biokraftstoffe, das halten wir für richtig, dass das neu definiert ist, aber da ist sozusagen nur begrenzt viel zu holen. Deswegen in bestimmten Quoten einsetzbar, aber wird nicht reichen. Aber weil das jetzt zweimal angesprochen worden ist mit den Oberleitungen, will ich an der Stelle auch, weil es zu der Debatte gut passt, schon mal auch mal deutlich machen, ich bin überzeugt davon, wir brauchen verschiedene Technologien, um diese ambitionierten Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Und da gehört es auch dazu, dass man die Oberleitungstechnologie als eine Technologie mal erprobt, ob sie geht, funktioniert, was sie bringt. Wir haben ja vom Bund finanziert, vom Bundesumweltministerium hauptsächlich finanziert, eine Strecke aus dem Schwarzwald heraus im Murgtal. Dort fahren Oberleitungs-Lkw demnächst. Dort wird demnächst ein Lkw von Daimler fahren mit Batterie und da wird von Iveco ein Fahrzeug fahren mit Brennstoffzellentechnologie und Wasserstoff. Also drei verschiedene Technologien im Vergleich, um auch zu sehen, was geht im Alltag gut und wie ist wirklich die Energiebilanz insgesamt. Und ich finde, gerade Brennstoffzellentechnologie und auch Wasserstoff im Lkw-Bereich ist noch nicht sicher, ob das wirklich die günstigste und auch die ökologisch günstigste Transportvariante ist. Denn ich stelle fest, dass auf Autobahnen, wo es keine Alternative auf der Schiene gibt, gibt es ein Lkw am anderen und es wäre ein leichtes, die rechte Spur zu elektrifizieren. Wir haben das mal ausgerechnet, die kostet ungefähr ein Fünftel dessen, was es kosten würde, wenn man es auf der Schiene macht. Jetzt bin ich ja gar nicht gegen die Schiene und ich bin für mehr Güter auf der Schiene elektrifiziert transportiert. Nur ich sehe in meinem eigenen Land, dass die Deutsche Bahn und der Bund für eine Hauptstrecke in Europa im Rheintal von Basel über Karlsruhe, Mannheim, dann zu den norddeutschen bzw. holländischen Häfen. Da muss man sagen, da brauchen die Jahrzehnte für 100 oder 200 Kilometer. Und das Umweltbundesamt hat ja in seiner Studie ausgerechnet, dass man mit einer Investition für 4000 Kilometer Elektrifizierung Autobahn 10 bis 15 Milliarden kosten, könnte man in relativ schneller Zeit schaffen und könnte in dem Bereich relativ viel CO2 sparen, und zwar dreimal so viel wie mit einem, zum Beispiel mit einem Tempolimit. Also ich will das mal deutlich machen, das hat schon eine echte Dimension des Energieeinsparens. Das will ich auch eben, weil die Diskussion auch langsam zu Ende geht. Also wenn wir über einen effizienten Einsatz von erneuerbaren Energien sprechen, dann heißt es auch, dass man schauen muss, in welchem Bereich ist welche Technologie am besten und wo gibt es keine Alternativen. Und dort, wo es Alternativen gibt, musst du die bessere nehmen. Und in manchen Bereichen wird es gemischt zugehen. Und deswegen glaube ich, man muss tatsächlich den Güterverkehr anschauen. Die LKWs müssen auch klimaneutral werden, aber sie werden es alleine nicht schaffen, nur über die Motors und den Kraftstoff. Und die Bahn ist willkommen als größerer Beitrag. Aber die Bahn hat gerade mal noch 18% Anteil am Güterverkehr. Und selbst die ambitionierten Konzepte gehen davon, dass man maximal bis 2030 auf 30% kommen könnte. Da habe ich immer noch 70% Straßengüterverkehr. Und auch da muss ich sagen, da brauche ich eine Lösung, die schnell geht, was taugt und die sehr effizient ist. Und der Strom aus der Oberleitung, das wissen wir, den kann man zu 98 bis 99% in Bewegungsenergie umsetzen. Das geht mit keiner anderen Technologie. Deswegen hat übrigens auch die Bundesregierung ja eine Studie
machen lassen zum Vergleich dieser verschiedenen Technologien. Und da schneidet die Oberleitungstechnologie gar nicht schlecht ab. Ist noch nicht endgültig. Sie sagen, das muss noch weiter erproben, um zu sehen, was ist wirklich gut. Aber ich plädiere da auch für eine gewisse technologische Offenheit und ohne Vorurteile das Ganze anzugehen. Die nächste Frage ist Produktionskapazitäten werden nur aufgebaut, wenn es einen Anreiz für die Mineralölwirtschaft gibt. Warum gibt es keine Quote? Andreas Rinkus, wer sperrt sich da mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort? Wer sperrt sich da? Also was wir brauchen, europäische Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir gucken müssen, dass wir auch da auch Zulassungen bekommen, dass Beimengungen klar sind. Also die Frage, wer sperrt sich, ist ja sozusagen die Frage gerichtet, ob sich da eine bestimmte Richtung oder eine Verwaltungseinheit oder so etwas sich sperrt. Das glaube ich nicht. Was wir machen müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass deutlich wird, dass das eine Option ist. Im Übrigen, ein Halbsatz noch zu Winnie Herrmann. Natürlich ist auch die Elektrifizierung der Güterzugstrecken eine Alternative. Patrick Reichen, warum nur E-Fuels für den Flugverkehr? Wo soll der wesentlich höhere Anteil der Koppelprodukte Benzin und Diesel eingesetzt werden, wenn nicht im Straßenverkehr? Also zunächst mal die Koppelprodukte, klar, die gibt es. Wenn ich Kerosin mache, dann fallen auch noch andere Fraktionen an. Das sind aber ja Nebenprodukte. Das ist ja nicht der Haupttreiber. Und ich kann auch noch einen Teil davon im Schiffsverkehr benutzen. Und dann bleibt noch ein Rest, den haben wir dann für die Oldtimer. Also insofern, das wird nicht der Treiber sein, dass ich da Koppelprodukte habe, dass ich da dann jetzt auf einmal ganz viel in den Straßenverkehr schiebe. Und hier kommt eine Frage, da weiß ich gar nicht, an wen ich sie stellen soll, aber ich stelle sie mal an Hildegard Müller. Wie lange soll der kleine Mann noch den Besserverdienenden mit bis zu 30.000 Euro Kaufprämie, keine Kfz-Steuer, kein Ersatz für die Mineralölsteuer, Dienstwagensteuer, die elektrischen Luxus-Zweitwagen finanzieren? Naja, die Frage zeigt, glaube ich, wie breit die Bandbreite noch ist, die wir haben, um Menschen noch zu überzeugen, dass wir hier in diesen Umstieg hineingehen müssen. Aber die Effizienzfrage stellt sich natürlich auf Dauer auch. Ich habe deshalb, das Thema kam ja auch, wie verändern wir Mobilität insgesamt? Ich rate uns wirklich hier jung, alt, ärmer, reichere Stadt, Land genau auch im Blick zu halten. Mobilität ist Teilhabe und deshalb ist bei der Veränderung von Mobilitätskonzepten diese Teilhabe mitzudenken und auch Anschlüsse von Verkehrsträgern und alles andere. Und zur Frage mit der Mindestquote für Wasserstoff, das könnten wir machen, das kann in den Gesetzentwurf noch eingebracht werden. Ich würde mich freuen, wenn das im parlamentarischen Verfahren noch kommt. Bisher hat sich das BNU an dieser Frage unseren Verlockungen, unseren Wünschen verschlossen. Also deshalb würde ich mich schon freuen, wenn das im parlamentarischen Verfahren noch nachgebessert wird. Okay, und am Schluss der Publikumsrunde sage ich noch ein Statement, das an Herrn Barreis gerichtet wird. China sichert sich Patente für E-Fuel-Herstellung. Das bereitet Sorge, Ausrufezeichen. Und damit kommen wir jetzt, meine Damen und Herren, zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Thomas Barreis, mit der Bitte um eine Antwort in einem Satz. Was empfehlen Sie jetzt dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach dieser Debatte heute Nachmittag? Wir wieder für Technologieoffenheit kämpfen und dass wir schauen, dass wir in allen Technologien auch weiter Marktführer bleiben und damit auch für die Mobilitätswende eine saubere und CO2-freie Mobilität auch weltweit kämpfen werden. Vielen Dank. Und Hildegard Müller, welchen Satz aus der Debatte heute tragen Sie morgen an Ihre Verbandsmitglieder weiter? Ich trage die Erkenntnis mit, dass wir noch weiter überzeugen müssen, dass wir E-Fuels in den parlamentarischen Verfahren weiter umsetzen müssen. Okay, vielen Dank. Und Patrick Reichen, der Satz aus der Diskussion, der Sie noch mal neu nachdenken lässt? Dass ich womöglich nicht genug Ambitionsniveau hätte. Das war natürlich der Stich. Ja, das ist heftig. Vielen Dank, Andreas Rimkus. Das entscheidende Argument aus der Diskussion, das Sie an Ihre Fraktionskolleginnen und Kollegen herantragen werden. Die Debatte ist mehrdimensional, schaut hinter das Offensichtliche und bringt die Dinge zusammen. Wir haben hier mehr Ziele, die wir im Blick nehmen müssen, wie nur ein Effizienz- oder ein Effektivitätsziel. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um, letztendlich geht es um die Nachhaltigkeit im besten Sinne, soziale, ökologische, ökonomische Aspekte. Und da können wir gut zu beitragen, dass das gelingt und erfolgreich wird.
Vielen Dank, Andreas Rimkus und Winfried Herrmann. Die drei wichtigsten Ergebnisse dieser Debatte, die Sie an Winfried Kretschmann herantragen werden, lauten wie? Erstens, zweitens, drittens? Wir hören Sie nicht. Es gibt eine breite Unterstützung für erneuerbare Kraftstoffe. Wohl überlegt, in welche Bereiche sie kommen. Wir müssen jetzt eine anspruchsvolle Quote erkämpfen und auch eine Unterquote. Und wir müssen jetzt beginnen und wir müssen alles tun, dass wir zusammenbleiben, weil wir brauchen eine breite Allianz zum Erfolg. Wunderbar. Das war quasi auch schon ein Schlusswort. Oder wollen Sie noch etwas hinzufügen zum Schluss? Ich möchte zum Schluss Dankeschön sagen für die gute Moderation. Danke für die guten Beiträge. Es hat mir Freude gemacht. Es freut mich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass wir doch eine große Gemeinsamkeit haben und dass inzwischen Klimaschutz nicht mehr ein Thema ist, worüber man streiten muss, ob das notwendig ist und ob es ambitioniert notwendig ist, sondern wir haben einen Konsens für ambitionierten Klimaschutz in allen Bereichen und keiner drückt sich mehr weg, sondern alle suchen einen Weg und das ist, glaube ich, ein echter Fortschritt. Vielen Dank. Vielen Dank und vielen Dank Ihnen, Thomas Barreis, Hildegard Müller, Patrick Greichen, Andreas Rimkus und natürlich auch Ihnen, Winfried Herrmann, herzlichen Dank. Und am Ende muss ich noch eins sagen, Winfried Herrmann und Jochen Flassbart, der Umweltstaatssekretär in Berlin, verstehen sich persönlich sehr gut. Das hat Winfried Herrmann auch extra nochmal betont in den Interviews, den er gegeben hat. Man kann sich nämlich sachlich streiten, das vergisst man in diesen aufgeregten Zeiten ja nur zu oft. Wir haben das heute gemacht und es wird weitere Möglichkeiten und Diskussionsrunden geben, um sich darüber auseinanderzusetzen, wie es in der Verkehrspolitik weitergehen muss. Für heute ganz herzlichen Dank auch Ihnen im Publikum. Danke fürs Zuhören, Mitdenken und Mitdiskutieren, meine Damen und Herren. Das war die Veranstaltung Klimaschutz im Verkehr braucht Refuels, wirtschaftliche Anreize zum Hochlauf alternativer Kraftstoffe schaffen. Ich sage Tschüss. Und passen Sie gut auf sich auf. Vielen Dank, schönen Abend. Danke und tschüss. Danke und tschüss. Wiederschauen.